Hallo, herzlich willkommen zum LUGA-Vortrag über agile Methoden. Ich sehe, die meisten Gesichter kommen mir sehr vertraut vor. Das heißt, ich werde mich jetzt nicht groß vorstellen müssen. Vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund für die zwei, drei, die mich nicht so genau kennen. Kann mich nicht mehr erinnern, irgendwann in den frühen 90er Jahren im IT-Bereich tätig und mit freier Software sehr viel tätig und bin über die Administrationsschiene und Schulung irgendwann später dann ins, man könnte es jetzt nennen, IT-Management rübergewandert und habe mich da dann irgendwann früher oder später auch mit Projekten und Projektmanagement und Softwareprojekten herumschlagen müssen und muss das immer noch tun und bin über den Weg auf die Idee gekommen, da mal ein bisschen was darüber zu erzählen, was ich da so in letzter Zeit an Erkenntnissen gewonnen habe. Vom Jahrgang bin ich ja noch alt genug, um zu wissen, dass ein falsch geschriebener POC-Befehl einen Commodore 64 aus dem Konzept treten kann. Und ich hoffe, ich bin noch jung genug, um regelmäßig über meine eigenen Umtriebe, Vorgänge und Dinge um mich herum zu reflektieren und Korrekturen an meinen Handlungen anzubringen. Was mich jetzt eigentlich ganz gut auf das heutige Thema überleitet, nämlich die Frage, der wenig reißerische Titel, agile Methoden, was soll das jetzt sein? Was soll agil bedeuten? Der Roland hat mir sehr nett einen Alternativtitel vorgeschlagen für den Vortrag, nämlich der da lautet Agile is eh geil. Könnte man auch sagen, hätte man vielleicht etwas mehr Publikum gehabt. Schauen wir mal, was draus wird. Also ich werde heute ein bisschen was erzählen darüber, was der Begriff agil im Projektmanagement, in der Softwareentwicklung, im Change-Management, im Zeitmanagement bedeuten kann, wo das ein bisschen herkommt. Und aber mehr darauf eingehen will ich eigentlich auf die Praxis, wie man damit umgehen kann und was meine Erfahrungen damit sind. Der Vortrag gliedert sich in vier Blöcke. Der erste ist einmal die Frage agil, was soll das, was ist das, was wird das? Der zweite Block wird sich dann darum drehen, Kanban vorzustellen. Im dritten Block gehe ich dann auf Praxisthemen ein. Entschuldigung. Und ich muss mir ganz schnell einen neuen Lieblingsplatz suchen. Oder eine Rückenrüstung. Und am Schluss gehe ich dann auch noch auf die Grenzen. Auf die Grenzen der agilen Handlungsmethoden, Managementmethoden, was auch immer ein. Und da gibt es einen recht netten Leitspruch dazu. A fool with a tool is still a fool. Oder wie das der Bernd, glaube ich, von dir kenne ich das als erstes den Spruch, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, schaut jedes Problem wie ein Nagel aus. Also es nützt das beste Werkzeug nichts, wenn ich keine Ahnung habe, was ich damit anfangen soll. So, ich stecke jetzt nochmal kurz den Inhalt weiter ab. Ich gehe mal aus vom Thema Projektmanagement. Und werfe da zwei Passwörter in den Raum. Und zwar klassisches Projektmanagement. Da gibt es die Begriffe Wasserfall und Prince 2, die mich da mal angesprungen haben. Dann gehe ich ein auf das Agile Manifest. Gut, das will nicht. Dann die Begriffe eben Kanban, Scrum, Extreme Programming und Pair Programming. Da können wahrscheinlich andere hier in der Runde mehr sagen als ich, weil ich kein Softwareentwickler bin.
Und last but not least, als um das Thema agil abzurunden, möchte ich kurz beleuchten, was in dem Zusammenhang die Begriffe Push und Pull bedeuten. Ja, und was auch noch ganz wichtig ist, genau. Ganz wichtiges Thema, Prokrastination, aber das mache ich später. Okay, fangen wir mal von vorne an. Prokrastination. Ja, stimmt. Irgendwie auch, ja. Okay. Klassisches Projektmanagement, mit dem bin ich irgendwann einmal konfrontiert worden oder hab den Begriff irgendwo gehört. Ja, da müssen wir Projektmanagement einsetzen und das verschlingt dann in der Regel 15% der Projektkosten und wir brauchen einen Projektmanager, der Halbzeit, pipapo, quicaco. Wir brauchen Methoden und hin und her. Das war die Zeit, da war ich persönlich im noch am naturwissenschaftlichen Trip, im Forschungsbereich tätig, Medizinumfeld, da war gerade das ISO 9002 und diese Themen en vogue, das waren die 90er Jahre. Und Projektmanagement hat damals geheißen Wasserfall und PRINCE 2. Das heißt, wir machen einen Projektplan am Anfang des Projekts, der wird bis ins kleinste Detail ausformuliert. Es gibt dann wunderbare Gantt-Diagramme, wo sich Balken aneinander fügen, Meilensteine daher wachsen, man dann Meilenstein-Trendanalysen machen kann, irgendwem auf die Füße steigen, wenn er seine Abgabetermine nicht einhält und im Endeffekt rennt irgendeiner den ganzen Tag herum und aktualisiert den Projektplan. Und PRINCE 2, da bin ich etwas später darauf gestoßen, hat der Kollege mal einen Vortrag gehalten, dass er jetzt eine PRINCE 2-Zertifizierung hat und das ist so super und wir können jetzt alle Projekte nach PRINCE 2 machen und das kann man runterskalieren bis zum Gartenzaun streichen und hat dann ein Buch in die Luft gehalten, das war doppelt so dick wie die drei, die ich jetzt da mit habe. Und das hintere Drittel war dann der Anhang mit Formblättern für die ganzen Formulare, die man braucht, um das dann korrekt abzuwickeln. PRINCE 2 kommt irgendwo aus Großbritannien, aus dem Bankensegment, glaube ich, oder Versicherung, irgendwo so. So, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, passt, danke, Projektmanagement ist jetzt nicht wirklich meine Welt. Und irgendwann um die Zeit ist dann auch aufgetaucht, in den 90er Jahren, dass die großen Drei-Buchstaben-Firmen auf ihren alljährlichen Foren und Hausmessen und sonstigen Präsentationsveranstaltungen so ein komisches kleines Wort aufgeschnappt haben und hingeschrieben haben, ja, wir sind jetzt agil. Wir machen jetzt alles agil. Da dachte ich, interessant, was ist das? Ursprünglich habe ich es einmal als in die Passwort-Ecke gestellt, bin dann aber irgendwann später draufgekommen, dass das eigentlich etwas ist, was ich über die Jahre dann selber gemacht habe. Den Anfang findet das Ganze, nimmt das Ganze in eben diesen ominösen 90er Jahren. Es gibt ein paar Typen, ein paar Projektmanager, denen das ähnlich wie mir stinkt, was da so passiert, nur haben die wesentlich mehr Lebenserfahrung und mehr Projekterfahrung als ich gehabt damals und die haben ein agiles Manifest verfasst. Und das ist jetzt so ziemlich genau die Antithese zu dieser dicken PRINCE 2 und ITIL und whatever Schwarten Geschichte, nämlich das ist das agile Manifest. Ich habe es nur vorgeschrieben, damit ich jetzt noch nicht lang herum tun muss. Das agile Manifest hat vier Kernaussagen und zwar wir bewerten Einzelpersonen und die Interaktionen zwischen ihnen höher als Prozesse und Tools. Wir bewerten funktionierende Software oder ein gelungener Ablauf oder eine erfolgreiche Änderung oder was auch immer jetzt das Produkt oder der Output meines Projekts ist, höher als vollständige Dokumentation. Wir bewerten Zusammenarbeit mit dem Kunden, das kann natürlich in einem internen Projekt der Mitarbeiter, der Kollege, Freund, Bekannter, das kann ich selber sein, wenn ich mein persönliches Zeitmanagement damit mache. Wobei Kollaboration mit mir selber ist dann eher ein klinisch-pathologischer Fall. Auf jeden Fall, wir bewerten Zusammenarbeit mit dem Kunden höher als das Verhandeln von Verträgen und das dann hinten nachher natürlich auf den Klauseln herumtanzen. Und der vierte Punkt,
der ist fast aus meiner Sicht der wichtigste. Das Beantworten von Change, von Wechseln, also das Eingehen auf Wechsel, auf Änderung schon, ist wichtiger als einem strikten Plan zu folgen. Das sind die vier Grundregeln, um die es geht, wenn man Projekte oder Change oder Veränderungsprozesse agil begleiten möchte. Es geht also einfach darum, sich regelmäßig gemeinsam den Kopf darüber zu zerbrechen, was ist in letzter Zeit passiert, was kommt auf uns zu, was hält uns auf, wie gehen wir damit um, wie kommen wir da weiter. Und weniger irgendwer sitzt in seinem Elfenbeinturm und malt die 43. Iteration eines Gantt-Diagramms, das eh nie anders wird als nur zu spät. Das Ganze hat dann auch in Methoden mit Namen seinen Niederschlag gefunden. In den 70er Jahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat Toyota in seiner Fertigung ein System eingeführt, das sie Kanban genannt haben. Kanban kommt angeblich aus dem Japanischen und heißt Signalkarte. Und eine Signalkarte, komme jetzt daher, okay. Gut, ich muss dann nacherzählen, ich habe 60 Stecknadeln mitgebracht. Oh. Also was haben die Leute bei Toyota gemacht? Die haben natürlich Autos gebaut, das ist eh klar, und die haben das am Fließband gebaut. Und irgendwann sind sie draufgekommen, es gibt Situationen, da kommt an irgendeiner Station am Fließband, gibt es einen Stau, weil die, weiß ich jetzt nicht, Getriebe, Schrauben nicht da sind oder irgendwelche anderen Teile gerade nicht verfügbar sind oder weil es da ein Problem gibt. Und der Stau pflanzt sich an so einem Fließband natürlich schnell nach hinten fort. Und die haben sich überlegt, wie können wir auf sowas schnell und einfach reagieren, statt auf das nächste monatliche Abteilungsleiter-Meeting zu warten und dort herumzuschreien, wir haben ein Problem und wer hat es verursacht und wer ist schuld und warum zahlt das keiner. Und sie gesagt, na, wir geben jedem Mitarbeiter die Möglichkeit in die Hand, wenn an seiner Stelle irgendwas passiert, dann reißt er eine Fahne in die Höhe und sagt, hey, da gibt es im Moment ein Problem, dann stoppt man das ganze Band, stecken die Köpfe zusammen, analysieren die Ursache, beheben sie, wenn möglich, und tun weiter. Das hat sich dann von der reinen Produktion weiterentwickelt. Ich komme dann ein bisschen später darauf zu sprechen. Auf jeden Fall, was man davon jetzt ins Projektmanagement nehmen kann, ist, man kann hergehen und dann so ein Backpapier dann ein paar Linien zeichnen und sagen, wichtig ist, wenn ich Arbeit habe, ich muss sie visualisieren. Sie einteilen. So, und ich muss sie verfolgbar machen. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Das heißt, eigentlich habe ich da schon die Methode verletzt, denn. Aber das kommt da eben beim nächsten Abschnitt noch detaillierter. So schaut das aus. Im Projektmanagement heißt das jetzt, vom klassischen Ansatz her, es gibt ganz oben den Projektleiter und der sagt bis ins kleinste Detail jedem runter, was er zu tun hat. Das wäre ein Push-Ansatz. Dreht man den Spieß um und die Leute, die eigentlich die Arbeit leisten, die das Projekt voranbringen, die holen sich in einem Pull-Ansatz das, was für sie gerade verfügbar ist. Die Projektsteuerung dreht sich eigentlich um. Man geht dorthin, wo die Arbeit anfällt und sagt, die bestimmen den Takt, die bestimmen das Tempo und die bestimmen die Reihenfolge. Es gibt dann andere Ausprägungen, also Kanban ist diese sehr einfache, schlichte Form, die ich da jetzt heute praktiziere. Das Thema XP, Pair Programming habe ich angeschnitten, das sind Methoden aus der Programmierwelt. XP steht in dem Fall nicht für eine Windows-Variante, sondern für Extreme Programming. Und Pair Programming ist der Fall, dass also immer zwei Leute vor einem Bildschirm sitzen und gemeinsam ein Stück Code bearbeiten.
und somit sich wechselseitig auf Fehler aufmerksam machen können, beziehungsweise eben zwei Augenpaare mehr sehen als eins. Das sind einfach Methoden, die Basis für Scrum und Kanban in Softwareprojekten bilden. Scrum ist eine etwas formalisiertere Art des agilen Projektmanagements, da komme ich dann auch noch darauf zu, zurück, wenn man sich das irgendwo in Literatur darüber durchliest, dann gibt es also ganz fest definierte Rollen und gewisse Artefakte und es gibt Releases, es gibt Burndown-Charts, da komme ich dann noch dazu. Gut, also das Wesen am agilen Arbeiten, Projektmanagen, Zeitmanagen, was auch immer, ist im Prinzip in regelmäßigen Abständen, also die Arbeit einmal kleinschrittig sich aufzuteilen und in regelmäßigen Abständen sich hinzustellen und zu sagen, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin, was ist passiert und was kann man verändern, verbessern, was ist Neues aufgetaucht. Also das Reagieren auf Change und das ständige Beobachten, wie dieser Flow, wie dieser Fluss durch mein Projektteam ausschaut. Ich könnte jetzt da über meine Spalten noch draufschreiben, zum Beispiel To-Do, In-Progress, und dann, das letzte Mal habe ich das ohne eine Couch davor gemacht, da geht es wesentlich anatomisch angenehmer. Gut. Inzwischen habe ich einen Punkt übersprungen aus meiner zweiten Reihe. Kann ich gleich darüber hängen. Ich habe nämlich mittlerweile hier aus diesem Backpapier ein Kanban-Board gebaut und ich habe es eigentlich in großen Zügen auch schon erklärt. Das Kanban-Board ist das wichtigste oder eines der wichtigsten Instrumente, wenn man überhaupt Instrumente braucht in diesem Umfeld, um jetzt eben das Projekt zu visualisieren. Es besteht im Wesentlichen aus Spalten und Zeilen, die aber in Umfang und Bedeutung vollkommen frei definierbar sind. Üblicherweise hat man eben eine Spalte mit den Sachen, die anfallen. Das könnte in Scrum, heißt das dann ein Product Backlog oder ein Release Backlog. Dann gibt es eine Spalte auf jeden Fall für die Dinge, die gerade bearbeitet werden. Und eine Spalte für die Erledigt-Sachen ist auch ganz nett, weil das für die Psychohygiene ganz schön ist, wenn man sieht, die Sachen wandern so langsam nach rechts und es sammelt sich dann nicht nur links, sondern auch rechts. Und wenn das Ding dann so einen Fuß hat, fällt es vielleicht dann nicht so leicht um. Die Zeilen kann man sich jetzt vollkommen frei definieren. Das können jetzt einzelne Features in einem Softwareprojekt sein. Was weiß ich, User Interface, Datenbank, Layer, keine Ahnung, Feedback-System und UTF-8-Implementierung, egal. Es kann aber auch sein, Team Blau, Team Rot, Team Grün, Team Gelb oder mache ich heute, mache ich morgen. Nein, das ist schlecht. Also man kann das aber vollkommen... Genau, das mache ich heute Morgen, das habe ich senkrecht. Also beim Scrum habe ich das über meine Releases und über meine Sprints. Fakt ist also, das kann man sich seinen Gegebenheiten anpassen und das ist auch das, was man in der Literatur über Kanban, über Scrum, über agile Methoden immer wieder liest und lernt und auch in der Praxis lernt. Das ist dieser vierte Punkt vom Agile Manifest, Responding to Change. Also wenn ich sehe, irgendwas tut nichts, funktioniert nicht, ich brauche es anders, dann kann ich das Ding von der Wand reißen, mal ein neues Board und klebe es an die Wand und es geht weiter. In meinem kleinen, aber feinen Team, das ich derzeit koordiniere, haben wir die, das ist keine One-Man-Show, haben wir im Moment die dritte Version unseres Kanban-Boards in Betrieb. Wir haben am Anfang zu wenig Spalten gehabt, dann haben wir das aufgeblasen und gesagt, naja, wir brauchen eine Spalte für Wartet, eine Spalte für in Entwicklung und eine Spalte für Testen. Dann haben wir gemerkt, ja, das sind so viele Spalten und die Begriffe verschieben sich, das geht bei uns nicht. Wir sind ein zu kleines Team, wir haben keine eigene Entwicklungsabteilung und keine eigene Testabteilung und keine Warteabteilung. Wir brauchen da keine eigenen Spalten, das kriegen wir auch so hin. Dann haben wir es wieder reduziert, dann haben wir Zeilen aufgeblasen und so weiter. Also das muss man einfach, das kann man sehr frei den eigenen Bedürfnissen anpassen. So, was habe ich noch vor?
Genau, was man jetzt auf diesem Board wunderbar sieht. Fragen auch jetzt, weil es ist ja die Customer Collaboration. Wurscht, frag. Wie werden bei dieser Geschichte Abhängigkeiten geregelt? Ja, da komme ich dann bei den Grenzen drauf zu sprechen. Das Regeln von Abhängigkeiten zwischen diesen Karten ist natürlich eine interessante Sache. Ja? Das ist beim Wasserfall wunderbar, weil dort habe ich meine Abhängigkeiten, also in einem Gantt-Diagramm habe ich die visualisiert. Ein Kanban-Board per se kann mir Abhängigkeiten eigentlich nicht visualisieren. Da muss ich jetzt als Projektleiter überlegen, vielleicht baue ich das so, dass ich das zeilenweise organisiere und sage, ich habe Projektphasen, die in sich keine Abhängigkeiten oder keine Nennenswerten haben. Die schreibe ich dann zum Beispiel untereinander und sage, ich kann also erst mit der zweiten Phase anfangen, wenn ich in der ersten fertig bin. Wäre eine Variante, eine Möglichkeit, das damit umzugehen. Die andere Möglichkeit ist es, jeder behält die Abhängigkeiten für sich im Kopf, weil sie eh klar sind. Ist wahrscheinlich eine eher schwierige Möglichkeit, vor allem wenn dann Leute vielleicht ins Team dazukommen oder nur seltener draufschauen oder dabei sind. Also das ist definitiv ein Problem, ja. Also ein Problem. Das ist ein Punkt, wo die Kanban-basierten Systeme nicht so gut arbeiten wie die Wasserfall-Methoden. Kurze Frage stellen. Ja? Ich werde kurz, ja, also ich werde am Schluss dann kurz einmal darauf eingehen, dass es nicht nur Backpapier-Kanban-Boards gibt, sondern dass es auch andere Implementierungen gibt. Ja. Mhm. So, genau. Die Notizen sind jetzt fast mehr für mich, weil ich fürchte, man wird sie hinten nicht lesen können. Erstens, weil ich sie jetzt hingeschmiert habe, zweitens, weil es zu klein ist. Worüber ich natürlich auch noch sprechen muss, ist der Begriff des Flow. Dann gibt es einen Begriff Work in Progress und das Work in Progress Limit vor allem. Und dann möchte ich die Abgrenzung zum Scrum noch in dieser Phase machen. Was man hier wunderschön sieht, ist, dass diese Karten nach der Reihe über dieses Board fließen und daher kommt relativ intuitiv der Begriff des Flow zustande, der auf einem Kanban-Board da ist und der Flow ist auch die primäre Metrik im Kanban-System, wenn man überhaupt Metriken verwenden will. Es gibt den Begriff der Lead Time, das ist die Zeit, die so ein Board, also die so eine Karte im Wesentlichen braucht, um über dieses Board zu wandern. Und worauf man auch achten sollte, ist, wenn man Metriken verwenden will in den Methoden, dass man tunlichst darauf schaut, dass auf jeder Karte ungefähr der gleiche Menschstunden- oder Menschzeitaufwand steht, damit ich dann wirklich vernünftige Metriken habe. Weil wenn eine Karte ein Trivialthema ist und die nächste Karte ist etwas wie der heutige XKCD hat das wunderschön auf den Punkt gebracht, da kommt der Projektleiter her und sagt, wir brauchen für unsere App eine Abfrage, ob ein Foto innerhalb eines Nationalparks gemacht wurde. Die Programmiererin sagt, ja, cool, brauche ich nur so eine GIS-Abfrage starten, gib mir ein paar Stunden. Und dann sagt er, ja, und außerdem möchten wir noch sehen, ob das Foto einen Vogel zeigt. Und dann sagt sie, okay, ich brauche ein Research-Team und ein paar Jahre Zeit. Also, wenn das jetzt zwei Karten wären, bin ich im Nationalpark und fotografiere ich einen Vogel, dann wären das zwei deutlich unterschiedlich große Tasks, die sollte man in größeren eben splitten. Das ist nicht nur dann interessant, wenn man tatsächlich Metriken in Form von Zahlen da mitführen will. Es ist auch dann interessant, wenn man einfach dieses Board als Visualisierung haben will für die Arbeitsmenge, die da anfällt. Ja, das habe ich auch mitgebracht, das wird man jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen. Also,
Die Variante von dem Board, die wir im Moment verwenden, schaut jetzt so aus. Das ist ein Whiteboard und das sind kleine bunte Post-its. Die Farben definieren ungefähr die Dringlichkeit und ja, untereinander stehen halt 5 Projektkategorien, an denen wir derzeit arbeiten. Und wir haben eine Wartespalte, auch wenn wir kein Warteteam haben derzeit. Also aus dem Bauch könnte man den Aufstand natürlich in die Größe des Post-its visualisieren. Mhm. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Genau. Ist das in einem Maximalfall, kommt denn das 3x2 mm Post-it drauf? Genau, die Möglichkeit, also eben den Aufwand eines Tasks über die Größe der Karte zu visualisieren, ist natürlich auch ist gegeben. Ja, genau. Und dann könnte man eben sagen, ich fülle, ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, genau. Das VIP-Limit. Okay. Aber bis jetzt habe ich eigentlich nicht viel mehr gemacht als Accounting. Ich habe einfach verwaltet, was ich tue. Ich habe aber das ganze Ding noch nicht gemanagt. Es gibt natürlich in der Spalte einen gewissen Work in Progress, eine gewisse Anzahl von Items, die gerade in Bearbeitung sind. Und wie wir alle wissen, ist das menschliche Gehirn nur begrenzt in der Lage, Sachen gleichzeitig zu tun. Und wenn ich mehrere Aufgaben gleichzeitig am Tisch habe, dann muss ich ständig Kontext wechseln und da gehen, das wissen wir alle aus dem Multitasking-Umfeld im Betriebssystemebene, da gibt es halt einen Overhead, da geht einfach enorm viel Zeit verloren für den Kontextwechsel. Und mit der Zeit ist man draufgekommen, das ist ja ganz schön, aber das hilft uns nicht, solange wir nicht irgendwie diesen Flow nicht nur messen, sondern auch steuern können. Und um den Flow zu steuern, muss ich sagen, ist der erste Schritt, mein Team, das tatsächlich jetzt Aufgaben bearbeitet, hat eine gewisse Größe und jeder hat da eine gewisse individuelle Vorstellung, wie viele Sachen er gleichzeitig bearbeiten kann. Und deswegen limitieren wir die In-Progress-Spalte mit einem VIP-Limit. Und dann schreibe ich jetzt zum Beispiel da 2 rein. Das wäre jetzt mein VIP-Limit, das heißt mein Work-in-Progress darf pro Zelle in der Spalte, pro Zeile nur 2 Karten enthalten, ansonsten schaffe ich es nicht mehr. Wenn ich jetzt im Vortrag 2 Themen gleichzeitig erzähle, dann werdet ihr das nicht mehr schaffen. Deswegen ist das in dem Fall ein unrealistisches Szenario, aber in der Regel ist es die Zahl der Teamköpfe mal 2 ist ein ganz guter Ansatz für ein VIP-Limit. Je nachdem, also in der Systemadministration zum Beispiel, kann man das raufdrehen oder in einer Helpdesk-Situation oder so. Das kann man natürlich nach oben setzen. Wenn jemand wirklich strategisch arbeitet oder konzeptionell, dann ist es vielleicht schlauer, das VIP-Limit runterzusetzen. Die Untergrenze ist natürlich 1, sonst haben wir einen Stillstand. Aber ansonsten ist wie üblich, wenn es nicht passt, adaptieren, experimentieren, beobachten. Was auch ganz wichtig ist, ist, dass dieses Board nicht irgendwo steht und im Keller und vermodert, gleich neben den ausgedruckten Wasserfall, also Gantt-Diagrammen der letzten 20 Projekte, die wahrscheinlich sich Stapel sind, wenn man alle Iterationen ausgedruckt hat, sondern das sollte irgendwo sichtbar sein. Am besten funktioniert das, wenn ein Team wirklich in räumlicher Nähe arbeitet und wenn man, also ein Bekannter von mir macht für einen Mobilfunk, Konzern in Österreich, Projektbegleitung, die haben da tatsächlich einen Scrum-Room, da sitzen die Scrum-Teams zusammen und da sind diese Boards an den Wänden und jedes Mal, wenn jemand ein Stück abgearbeitet hat, dann springt er auf, rennt dorthin, schnappt seinen Zettel und biegt ihn eine Spalte weiter. Das hat eine enorme Dynamik, das hat eine enorme Signalwirkung und das schafft individuell natürlich auch Befriedigung. Man kann hingehen und sagen, ich habe jetzt was gemacht, die anderen sehen, es ist was passiert. Wer das im Augenwinkel nur betrachtet, sieht den Flow. Und was auch ganz wichtig ist, die Scrum-Puristen bestehen darauf, dass man in der Früh ein Daily Stand-Up-Meeting hat. Das heißt, das ganze Team trifft sich am Tag vor dem Board, bespricht im Wesentlichen die Spalte, was passiert gerade. Und wenn es eine Spalte blockiert mich gibt, dann vor allem die Blockaden. Und dann tut man, was man tun muss. Man bespricht damit nicht im Detail die Karten, sondern man bespricht im Prinzip die Schnittstellen, also die Randstellen. Ich kann im Moment das nicht bearbeiten, weil ich warte auf das. Oder ich würde am liebsten das am nächsten machen, habe aber das noch zu tun, kann man das irgendwie tauschen oder sonstig. Also da geht es wirklich nur darum, den Fluss aufrechtzuerhalten bei diesen Daily Stand-Ups. Das sollten auch kurze Meetings sein.
Aber wichtig eben, das Board bei uns hängt im Büro, das hängt hinter meinem Schreibtisch. Und das ist also permanent zu sehen. Wenn der Chef reinkommt, sieht er unser Board, und wenn irgendwer reinkommt, dann kann er auch sehen, ah, das ist das Kartel, das ist ja meins, ah, das hängt jetzt eh schon in, wird bearbeitet. Das sind ganz wichtige Funktionen von diesem Kanban Board. Jetzt habe ich schon einen ganzen Haufen über Scrum gesprochen und habe schon ein paar böse Worte gesagt, wie zum Beispiel Artefakte und Rollen. Also in Scrum gibt es zum Beispiel einen Scrum Master. Das ist derjenige, der die Befüllung dieses Boards auf der linken Seite kontrolliert. Diejenigen, die Ansprüche an das Projekt haben, sind die Stakeholder. Das ist eben nicht das Grillwerkzeug, sondern das ist also eine Rolle im Scrum von jemandem, der auf irgendeines dieser Features oder Merkmale einen Anspruch erhebt. Und dann gibt es das Scrum-Team und dergleichen mehr. Scrum hat jetzt noch eine zusätzliche Art, diesen Fluss zu kontrollieren, nämlich nicht nur das Work-in-Progress-Limit über einer Spalte, sondern Scrum definiert auch Sprints. Das sind regelmäßige zyklische, also wiederkehrende Zyklen, in denen das Product Backlog oder das Sprint Backlog auf der linken Seite gefüllt wird, in einem sogenannten Queue Replenishment Meeting. Also wunderschön, wenn man solche Fachausdrücke hat. Das heißt, die Stakeholder treffen sich und sagen, ich hätte gerne, schreiben ihre Wünsche auf solche User Story Karten, ich als Kunde des Projekts hätte gerne ein grünes User Interface und pick das einmal dahin. Das Team entscheidet, was kommt im nächsten Sprint. Ein Sprint ist immer eine feste Zeitspanne, in der Regel sagt man 14 Tage ist eine gute Sprintlänge, eine feste Zeitspanne, in der programmiert oder gearbeitet wird an dem Projekt. Und das Team entscheidet, wie viele von den User Stories, also von den neuen Kärtchen, sie in ihr Backlog aufnehmen, immer im Hinblick darauf, dass sie das natürlich in den 14 Tagen abarbeiten wollen. Das ist das Ziel. Und wenn der Sprint vorbei ist, dann kommt das nächste Replenishment-Meeting, man schaut sich die nächsten Themen an und setzt sie da wieder rein. Der Stakeholder steht im Prinzip außerhalb von dem Team, der darf nur sagen, ich hätte gern. Der darf bestellen und das Team entscheidet dann eben Pull-Prinzip, was das Team hereinnimmt. Der Stakeholder darf aber priorisieren und alles Weitere ist wie üblich, wir sind ja im agilen Umfeld, Verhandlungssache. Was ich jetzt vergessen habe, ist das Thema Prokrastination, aber das mache ich später. So, dann komme ich schon zur Praxis. Was kann ich mit agilen Methoden machen? Entschuldigung. Ja? Das ist richtig verstanden. Die Stakeholder schreiben sie in welche Spalte, aber nicht gegen die To-Do oder wie es genannt das Product. Es gibt einen Product Backlog, das füllt der Stakeholder. Okay. Da schreibt er rein, da stellt er seine User Story, sagt ich als User hätte gerne. Das wird in der Regel auch so in Prosa reingeschrieben. Das ist das Product Backlog. Und dann gibt es es gibt dann verschiedene Ausprägungen, man kann Sprints und also man kann das Projekt in Releases einteilen und die Releases in Sprints, dann gäbe es ein Release-Backlog und ein Sprint-Backlog. Jede Ebene hat quasi ihre eigene Warteschleife. Das ist also immer die erste Spalte, in der die Sachen sind, hineinkommen, die anstehen. Aber der Stakeholder darf jetzt nicht sagen, das kommt als nächstes ins Team, sondern er kann nur sagen, also das ist eine Vereinbarungssache, aber in der Regel ist es so, dass der Stakeholder sagen kann, ich hätte gerne die Sachen, die wünsche ich mir und die priorisiere ich. Und dann sieht er wie viele sich davon das Team nehmen kann, wie viele auf die Reise gehen. Und er muss sich dann im Laufe der Zeit, kann er sich überlegen, er kann im Backlog, kann er immer noch Sachen rausnehmen und reinstellen und umpriorisieren und so weiter. Aber in dem Moment, wo es auf das Board dann wandert, sind die Karten für ein Tabu. Und wie durch welche Seite? Dass der Stakeholder da irgendwie 95 Zettel in die To-Do-Spalte legt. Das kann er in die To-Do-Spalte, er kann ins Backlog. Er kann sie ins Backlog legen. Und die To-Do-Spalte bei einem Scrum hat für einen Sprint die To-Do-Spalte natürlich auch ein Limit, weil ein Sprint dauert 14 Tage. Ich kann nicht mehr, also 10 Arbeitstage bei uns, ich kann nicht mehr Aufgaben in die To-Do-Spalte hineinnehmen, als ich in den 10 Arbeitstagen realisieren kann. Jetzt kann der Stakeholder natürlich hergehen und sagen, okay, ihr braucht ein größeres Team.
Da gibt es wieder einen super Spruch: Adding resources to a late project makes it later. Meistens ist es dann schlauer zu sagen, ne, wenn der Fluss nicht groß genug ist, dann muss man sich was anderes überlegen. Man muss die Pakete kleiner machen, man muss die Work-in-Progress-Limits adaptieren, man muss vielleicht das Team umorganisieren. Ja, gibt es noch eine Frage? Ja, klingt irgendwie ein bisschen gefährlich oder unrealistisch, weil wenn ich das tue, zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, darf in eine bestimmte Anzahl jetzt drin sein. Ja, ja. Ja, also die Frage, das mache ich gleich. Wie gehe ich jetzt also um, wenn eben, das ist ja auch eine andere Form der Denial of Service Attacke, wie gehe ich damit um, wenn jetzt ganz hoch wichtige Sachen auf einmal auftauchen oder auf einmal alles hoch priorisiert wird? Eine Möglichkeit ist es zum Beispiel, man sagt, man zieht eine eigene Zeile ein und sagt, das ist die Express Lane. Die braucht dann aber natürlich auch ein Limit, sonst funktioniert die Sache nicht. Also im Prinzip kann eine agile Projektmanagement-Methode nichts lösen, was andere nicht auch lösen können, weil irgendwann fahre ich mein Team auf eine Auslastung von 100% und das ist zu viel. Das musst du aber nicht dem hier sitzenden Working Level sagen. Genau, nein, das ist schon klar. das ist das allen bewusst? Genau, diese Seite ist bekannt, ja. Da, ja. Geht es ja nur darum, dass man, wenn man sagt, okay, das muss jetzt was Hochpriorität sein, aber dafür muss das eine gewisse Bedingung, das muss schnell erledigt passen. Ja, also. Da muss ich sozusagen durchschleifen. Da gibt es Regeln, also es gibt. Du kannst ein laufendes Problem, jeder der kennt so. Machst dann praktisch dieses Hochpriorität-Ereignis zu einem eigenen Sprint und dann hat dieses Sprint den Vorrang, dann machst du ihn fertig und dann machst du den gecancelten Sprint. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach zu sagen, ich stoppe jetzt diesen Vorgang, ziehe den anderen durch und dann mache ich da wieder weiter. Auf jeden Fall ist das in der Praxis, ist das die Aufgabe natürlich des Projektleiters, mit dem Kunden des Projekts das auszuverhandeln. Der muss dem Kunden natürlich klar machen und da komme ich dann bei den Grenzen noch dazu, das Ding funktioniert nur in einem eingespielten Team. Ich kann ein agiles Projektmanagement nicht aufsetzen, wenn ich lauter Betonköpfe habe. Und umgekehrt kann ich das nicht, oder stimmt nicht, man kann das schon viral von unten heraus wachsen lassen. Aber Fakt ist, es muss zwischen Kunde und, also zwischen Stakeholder und Project Owner, muss es eine Vereinbarung geben, dass das Projekt auf diese Weise läuft. Wenn der Kunde sagt, ich will alles in 2 Tagen und kosten darf es nichts, dann wird es so nicht funktionieren. Das funktioniert mit keiner Projektmanagement-Methode oder Softwareentwicklungsmethode, aber das muss man einfach dem Kunden von vornherein klar kommunizieren. Lieber Kunde, wir machen das so, wir haben Spielregeln und die gelten für alle und die gelten auch für dich, lieber Kunde. Und wenn du, Kunde, eine Express-Lane brauchst, dann muss die entweder teuer sein oder dir muss klar sein, dass wir Features streichen oder dir muss klar sein, dass wir Releases verschieben, wie auch immer. Da war noch eine Wortmeldung. Jetzt habe ich Project Owner gesagt, das war ein Käse-Projektleiter, also Projektmanager natürlich. Der Project Owner, Moment, stopp. Der Projektleiter gibt es da keinen. Das lese ich nochmal nach. Nein, Projektleiter gibt es schon. Den Scrum Master im Scrum jetzt zum Beispiel. Der Scrum Master schaut ja nur, dass praktisch die Prinzipien vom Scrum, vom Prozess einkommen. Genau, der schaut drauf, dass der Flow läuft, dass der ja, das ist nicht keine Funktion, aber ja, aber er ist also weder der Auftraggeber noch ist er der Auftragnehmer in Wahrheit. Das ist schon richtig. Er ist derjenige, der das Team am Arbeiten hält. Ja. Es gibt einen subtilen Unterschied, glaube ich, aber das kann ich jetzt nicht einfach aus dem FF sagen. Ich arbeite nach einer relativ freien Kanban-Methodik. Ich bin vielleicht noch nicht im Scrum-Level angekommen. Also ich kann jetzt aus dem Stegreif den Unterschied zwischen Stakeholder und Project Owner nicht reproduzieren, deswegen lasse ich das mal außen vor, vorläufig. Finde ich so ein Express-Lane lustig, wenn er kommt von oben und das müssen wir jetzt durchpeitschen, wenn du jede Karte in der Express-Lane weiter oben eine nach links wieder schieben darfst. Mhm. Oder zwei. Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, genau, dass man einfach sagt, es gibt einen Penalty, also eine, es gibt Kosten, die dadurch verursacht werden und die muss man irgendwo auch auf dem Board visualisieren, ja, klar.
Dann kommt was von in Bearbeitung wieder zurück auf To-Do oder auf Wartet. Dann kommt diese Wartespalte hinein. Ne? Wichtig ist, dass man dann aber auch eben mit dem Board dem Kunden das visualisieren kann. Da kann man sagen, schau, warum geht nichts weiter? Du hast da 7 Karten in die Express-Lane gesteckt und wir arbeiten aber eigentlich noch an den Basics an 15 anderen Stellen. Gut, jetzt komme ich zur Praxis. Artefakte sind eben Sprints, Artefakte sind diese Rollen, Project Owner, Scrum Master, Projektteammitglied, ist eh klar, das sind diese Artefakte. Es ist nur so, also wenn man Scrum, es gibt eine recht gute Wikipedia-Seite zu Scrum, wo diese Artefakte schön aufgezählt werden, wo man das nachlesen kann. Fakt ist, Kanban ist eine extrem leichtgewichtige Methode. Das Einzige, was Kanban sagt, ist, visualisiere den Flow. Und wenn es passt, limitiere den Work in Progress. Aber sonst sagt das Kanban, die Kanban-Methode gar nichts mehr. Alles andere kannst du machen, wie du willst. Wenn du zertifizierter Scrum Master bist, dann musst du ganz genau sattelfest sein, im Unterschied zwischen Project Owner und Stakeholder. Und du musst alle Artefakte kennen, du musst wissen, was ein Burndown-Chart ist, was Cycle-Times, Sprints sind, das sind Artefakte. Burndown-Chart möchte ich dann kurz noch anbilden, aber vorher möchte ich dem Roland eine Chance geben. Jetzt weißt du erst recht, ich bin Scrum Master. Das Gedränge, nein, das kann ich nicht erklären, ich bin kein zertifizierter Scrum Master. Nein. Also ich habe das auch nur aus dritter Hand, dass das Scrum ein Begriff aus dem American Football ist. Das ist das, wo sie zusammenrennen und versuchen sich gegenseitig irgendwie weiterzudrängen. Das ist dieses Zusammenrennen und das sind diese kurzen Momente, wo es im American Football Dynamik gibt. Und die übernimmt man da eben, also diesen Begriff hat man da hineingenommen. Das Scrum Master ist im Prinzip der, der sitzt und das ist der Moderator im Projekt eigentlich. Der muss von der Unternehmensführung, wenn das in einem Unternehmen ist, das mit der Macht ausgestattet sein, seinem Team Anweisungen zu geben. Der muss aber auch die Möglichkeit haben, dem Projektauftraggeber Feedback und Grenzen geben zu können. Arbitrator. Na, das wie lang? Na, das Scrum wird in dem Fall positiv. Nein, der ist nur ein... Was der macht, ist Teamführung. Der macht das, also seit irgendwann einmal jetzt bei mir Klick gemacht und früher habe ich mir gedacht, ja, Manager sind die Leute mit der dicken Geldbörse und den knackigen Schuhen. Und irgendwann bin ich darauf gekommen, na, die echten Manager sind eigentlich die Leute, die ihren Mitarbeitern die Steine aus dem Weg räumen. Das ist die Aufgabe im Management. Und im Scrum-Management ist es eben genau das. Der Scrum-Master sagt... Der moderiert diese Daily Standards, der moderiert die Konflikte, der passt aber eben auch darauf auf, dass niemand seine Grenzen überschreitet, nicht zu viele Tickets irgendwo reinkickt und der ist auch der, an den man sich dann wendet und man sagt, naja, wir hätten eine Idee, wir würden das Board gerne umbauen oder so. Das große Problem, dass 80% der Manager das nicht wissen. Das ist korrekt, ja. Wenn die das wissen könnten, bräuchten wir den ganzen Quark dann. Der Manager bringt genau. Das Scrum aus. Ja, ich wollte ja noch erzählen, was ein Burndown-Chart ist. Nein, ich wollte vorher noch den Günther zu einer Wortmeldung einladen. Okay. Ich komme wieder zurück zu Express-Laning und ja. Zur Abhängigkeit. Ja. Aus meiner Erfahrung heraus passiert es oft, dass Dinge eingeworfen werden, die Abhängigkeiten zu etwas haben, das noch nicht gemacht ist. Wie kannst du sowas verhindern? Das ist eine gute Frage, das ist nämlich ein blödes Problem. Ja. Dann hat man, also wenn ich in die Express-Lane was kicke, was hineinschicke, was von etwas abhängt, was oben noch drin steht,
dann müsste also im Scrum oder in einem, da müsste der Projektleiter im Prinzip dem Auftraggeber kommunizieren, ja Freund, jetzt entscheide ich, wir können das nicht schneller lösen, als wir die Grundlagen dafür schaffen. Ich kann dir dein Auto nicht nach Hause führen, solange ich noch keine Räder dafür habe. Ich kann es schon machen, aber der Unterboden wird Schaden nehmen. Das muss man halt kommunizieren. Das ist ja schon einmal das Positive, weil das von Anfang an schon klar ist, die Abhängigkeit. Das kommt ja manchmal auch nicht gleich heraus. Manchmal, genau, ja, das ist natürlich. Und da wären wir bei der nächsten Frage gewesen. Ne? Gibt es überhaupt jemanden, der da versucht, Abhängigkeiten zu erkennen, zu identifizieren und sie dann sichtbar zu machen? Das ist jetzt von Situation zu Situation sicher unterschiedlich. Also schlauerweise ist das Team so zusammengestellt, dass das Team aus sich heraus es schafft und sagt, wir ziehen nur die Sachen jetzt in den aktuellen Sprint, die entweder intern ihre Abhängigkeiten beim Abarbeiten auflösen oder die eben keine Abhängigkeiten von anderen Sachen haben, die noch im Backlog stehen. Also eigentlich müsste das Team das entscheiden können, was da Abhängigkeiten hat und wer. Ja, ein Scrum-Team ist im Prinzip auch immer interdisziplinär aufgestellt. Also ein Scrum-Team sollte nicht nur Programmierer sein oder nicht nur Interface-Designer oder nicht nur Tester, sondern es sollte interdisziplinär sein und auch die meisten Scrum-Teams arbeiten dann eben an solchen Karten zu zweit im Pair-Programming und da sollten auch immer wieder zwei Leute von verschiedenen Ecken zusammensitzen, um diese Betriebsblindheit loszuwerden. Aber jetzt mache ich den nächsten Anlauf, um endlich zu meinem Burn-Down-Chart zu kommen. Das Burn-Down-Chart ist eine nette Sache. Ich habe ja bei meinen toll geplanten Wasserfall- und Gantt-Chart-getriebenen super klassischen Prince 2 Projekten, weiß ich am ersten Tag schon, wann es fertig ist, wie viel es kostet und wer nachher wie viel Urlaub braucht. In dem Fall schaut es natürlich auf den ersten Blick aus, als könnte es überhaupt nicht funktionieren, weil wie will ich denn da jetzt wissen, wann da irgendwas fertig ist? Jetzt habe ich beim Kanban schon gesagt, es gibt über diesen Flow eine Metrik, die Lead Time, die Zeit, die also eine Karte im Schnitt braucht, um über das Board zu wandern. Wenn ich sprich, in dem Moment, wo ich sie in die linke Spalte hineinsetze, der Karte einen Zeitstempel drauf setze und einen, wenn sie hinten rechts rausfällt, dann kann ich ja diese Zeit mitmessen. Und nachdem ich im Scrum jetzt ein zweites Limit gesetzt habe, nämlich über den Sprint die Menge an Aufgaben, die ich in einem Sprint bewältigen will, habe ich im Prinzip am Anfang eines Sprints so, da ist, machen wir binäre Logik, also bei 1 ist der Sprint fertig, das ist ein Sprint. Ich setze da am Anfang jetzt meine Karten rein, bis mein Limit voll ist. Und die werden mit der Zeit abgearbeitet und irgendwann einmal, das kennen wir alle von diversen Softwareprojekten, die ihre offenen To-Dos darstellen. Von Debian gibt es so ein Release und beim Apache-Projekt, glaube ich, machen das auch. Da sieht man so, es gibt eine Anzahl von Aufgaben, die sind zu tun und irgendwie wird das über die Zeit irgendwann einmal darunter. Im Idealfall geht es natürlich bis darunter. Und dieses Gefälle, diese Steigung, da ist die Velocity, also das ist die Geschwindigkeit, mit der das Projekt, das Team arbeitet. Das ist auch so ein Artefakt aus der Scrum-Welt. Das ist nichts anderes als Entfernung durch Zeit ist Geschwindigkeit. Haha. Der Newton schon gewusst und vor ihm auch. Und das Burndown-Chart schreibt eben einfach immer wieder mit. Das kann ich nicht nur für einen Sprint machen, das kann ich für ein Release oder für ein ganzes Projekt machen. Und das schreibt also auf die Zeit gesehen die durchschnittliche Velocity mit. Und damit kann ich dann relativ schnell nach einer gewissen Einschleifphase, wo man dann sieht, also wie steil ist diese Kurve da, kann man dann relativ bald Aussagen treffen, wenn man auf das Board schaut und sagt, es sind in der linken Spalte noch 20 Karten. Aha, das heißt, wir werden in so und so vielen Tagen, Stunden, Wochen, Monaten, was auch immer, mit diesem Block fertig sein. Das ist ein Burn-Down-Chart, wo also eben dieser Stapel hier an Karten abgearbeitet wird. Ich weiß nicht, ob sie von oben weg verbrannt werden, vielleicht kommt da das Burn-Down, da habe ich mir jetzt gerade zum ersten Mal Gedanken drüber gemacht. Ja, das ist also das Burn-Down-Chart und das ist auch noch ein Scrum-Artefakt, das eine relativ nützliche Sache ist. Das ersetzt im Prinzip das Gantt-Chart insofern, als es mir eine Prognose gibt, wann wird ungefähr das Projekt oder diese Phase des Projekts fertig werden. Und im Unterschied zum Gantt-Chart ist die Prognose ziemlich valide, weil sie auf realen Daten und nicht auf Guesswork oder Guesstimation, wie man das so schön nennt, beruht. So, das Thema Prokrastination, das mache ich später.
wofür kann man jetzt, oh weia, ich verletze die Regeln des Boards. So, wofür kann man das Ganze jetzt verwenden? Also ich kann Projektmanagement betreiben. Ich kann Zeitmanagement betreiben damit. Ich kann Change Management betreiben damit. Nebenbei kann ich nach der Methode meinen Gartenzaun streichen, mein Auto bedanken, ein Flugzeug bauen oder sonst was machen. Über Projektmanagement habe ich, glaube ich, jetzt schon einiges gesagt. Das war jetzt alles irgendwie so aus der klassischen Projektmanagement-Ecke. Interessant ist das Feature Zeitmanagement. Ich glaube, da bin ich in unserer Sparte nicht der Einzige, der irgendwie immer ganz genau weiß, wo es hingeht und was alles ansteht, aber sehr unrealistische Schätzungen abgibt davon, wann was fertig sein wird, weil es kommt immer wieder was dazu und es ist so viel zu tun und irgendwann hat man den Überblick verloren, was da los ist. Und ich habe selber auch schon Zeitmanagement-Bücher gelesen, da gibt es von O'Reilly ein ziemlich gutes. Und mir das immer wieder mal angefangen mit Kalender, mit digitalem Kalender, mit Papierkalender, mit allen möglichen Tools da herumzutun. Hat nie wirklich funktioniert. Seit ein paar Monaten habe ich so eine kleine Glastafel auf meinem Schreibtisch neben dem großen Kanban-Board und dann habe ich mein kleines, persönliches Kanban-Board. Und da organisiere ich mir Tage und Wochen drauf. Das heißt, da plane ich individuell für mich, was ich an meinen Aufgaben da so in der nächsten Zeit abarbeite. Das heißt, ich kann mit so einem Board auch wunderbar ohne Team ganz allein mein eigenes Zeitmanagement betreiben. Das liest man kaum wo, das schlagt kaum wer vor, weil es wahrscheinlich völlig unsexy ist, absurd ist es. Also wenn du findest, es ist absurd, bitte, mach es anders. Ja? Also ich habe das für mich als eine ganz praktische Lösung gefunden, weil alle anderen Varianten mit so einem Kalender mit einer Seite pro Tag oder so, Filofax gibt es da ja verschiedene Vorlagen, das hat alles nicht funktioniert. Da irgendwann einmal vergisst man was zu übertragen und zu priorisieren und hin und her. Ich habe jetzt so ein kleines Board und kleine Post-its und picke ich da meine privaten Dinge herum. Ja, natürlich. Jetzt gerade eine Frage eingefallen, die ich mir vorher verbunden habe. Ist das Problem mit den schlechten Aufwandschätzungen, ist ja durch diese Geschichte mit dem Kanban nicht gelöst. Weil in der Größe des Zettels, auch so wie du vorher vorgeschlagen hast, kann man sich ja auch gewaltig vertun, nicht? Ja, das ist richtig. Also Sachen auf Zettel zu schreiben, löst das Problem nicht, dass ich bei Aufwandschätzungen oft daneben liege. Das ist richtig. Was aber ein ganz wichtiges Element im agilen Software, in der agilen Softwareentwicklung oder agilen Change Management ist, dass man versucht, die Arbeit möglichst kleinteilig zu zerhacken und in möglichst kleine Elemente zu zerlegen. Und bei einem kleinen Element tue ich mir in der Regel leichter, es abzuschätzen wie größere. Also das Fehlerintervall ist wahrscheinlich kleiner. Bitte Gegenbeispiel aus dem Lehrbereich. Das Ding klein hacken. Der Stakeholder oder das Team? Das Team hackt klein. Der Stakeholder schreibt eine User-Story in Prosa. Ich wünsche mir diese Datenbank in Blau. Und das Team macht daraus 95 Zettel. Genau. Das Team sagt, ja, deine User-Story Nummer 34 entspricht 97 Zetteln auf unserem Board und wird ungefähr 3,5 Jahre dauern. Ja. Und deine User-Story 503 kostet uns einen lächerlichen Huster, das haben wir eh schon fertig. Das kann natürlich passieren, ja. Mit der Zettel, User-Story in Zettel zu zerhacken, nicht vergessen. Das wird nur am Anfang vergessen, das kriegt man schnell in den Griff. Das ist eine der ersten Erfahrungen, die man macht, wenn man, also spätestens dann, wenn man sich... Auch das dauert natürlich. Aber wo ist, ja, klar. Wo ist jetzt dann der Unterschied zum quasi zum normalen Gantt-Chart, wo ich das ja auch klein zerhacken kann? Ich kann natürlich im klassischen Gantt- oder Wasserfallansatz meine Teile auch klein hacken. Es wird nur in der Regel nicht gemacht. Stakeholder.
Das macht der von oben und definiert, wie groß die Karte ist. Danke, und das ist, macht nicht das Team von unten. Das ist das immer beim Push-Pull-Thema. Im klassischen Projektmanagement macht das der Projektleiter. Der geht her und schätzt und sagt, das Feature, das Foto zeigt einen Vogel. Na bitte, das sehe ich doch, das sieht doch meine zweijährige Tochter. Ne? In 2 Sekunden. Also how hard can it be? Und wie schwer das ist die Tutmen, ob sie in einem Nationalpark ist. Genau. Ja. Die tut sich mit der GIS-Abfrage wesentlich schwerer. Ja. Das heißt, wenn die GIS-Abfrage 2 Stunden dauert, kann es mit Vogel bestenfalls 20 Minuten dauern. Ja. Sehr logisch, oder? Genau. Also das ist einmal der wesentliche Unterschied, eben dadurch, dass es eine Pull-Konstellation ist, sind die Abschätzungen eben, passieren sie dort, wo dann die Arbeit auch passiert. Das macht aber auch noch einen Riesenunterschied. Im klassischen Projektansatz gehe ich her und sage am Tag 1, ich habe ein, boah, total vergessen, was ist das Merkmal eines Projekts, was unterscheidet ein Projekt von einem Prozess? Hat da irgendjemand 3 Ideen dazu? Was ist ein Prozess? Ja, ein Projekt sollte einen definierten Anfang und ein definiertes Ende haben. Genau, also ein Projekt hat einmal einen definierten Zeitraum, ein Projekt ist einmalig und ein Projekt hat auch von vornherein festgelegte Ziele und im Idealfall einen festgelegten Aufwand. Das stellt ein, dann spricht man von einem Projekt. Alles, was zyklisch wiederkehrt, wäre ein Prozess. Das heißt eben auch in der Projektplanung, ursprünglich klassisch Ansatz, ich habe eben einen definierten Zeitraum. Ich sage aber Budget, das ist 4-stellig, 3-stellig, 5-stellig, 6-stellig, keine Ahnung. Ich habe einen gewissen Forderungskatalog, ein Pflichtenheft, was auch immer. Und ich habe einen Zeithorizont, in dem ich das machen will. Und in dem bewege ich mich. Hier wird es in der Regel, also wenn das Team erfahren ist, wenn Auftraggeber und Auftragnehmer schon lange zusammenarbeiten, wenn man das regelmäßig macht, dann wird man wahrscheinlich von Anfang an relativ bald zu realistischen Schätzungen kommen. Aber in der Regel, wenn man sowas komplett neu macht, dann muss man einen anderen Weg gehen. Man muss sagen, wir nehmen uns vor, das ist unser Ziel, wir nehmen uns vor, was ich, in diesem Jahr geben wir ein Budget und so viele Personalkapazitäten für dieses Projekt frei und dann schauen wir, wie viele Features von unserer Wunschliste wir durchbringen. Das ist auch so eine Release-Offen, Release-Early-Ideologie eigentlich. Man geht also kleinteilig, immer wieder diese Kleinteiligkeit und schnell, also immer in kleinen Schritten an den Kunden heran und bringt in einem konstanten Intervall neue Features, neue Funktionen heraus. Und komm gleich zu dir. Und der Kunde muss sich dann eben entscheiden oder kann sich dann entscheiden, macht er das weiter, stoppt er das, wirft er mehr Geld für mehr Manpower ein, um das schneller zu kriegen oder reduziert er bei den Features, oder er kann steuern, er hat im Prinzip die Möglichkeit, wenn das Projekt das hergibt von seiner Natur her, er hat die Möglichkeit zum Beispiel mit einem fixen Budget zu schauen, was bringe ich unter. Und das ist etwas, was im klassischen Projektmanagement eigentlich schwer abbildbar ist. Wenn ich sicher bin, wenn ich das verstehe, so Software wie zum Beispiel Windows wäre eher ein Prozess als ein Projekt? Nein. Also eine Software hat Release-Zyklen. Und das Projekt... Das ist aber jetzt ein Trick. Das ist kein Trick. Nein, das Projekt ist ich programmiere... Um einen Prozess als Projekt zu... Nein, ich sehe Software nicht als Prozess. Nein, ich sehe Software nicht als Prozess. Softwareentwicklung sind Projekte. Es sind stufenweise Projekte. Zum Prozessen komme ich mit Change Management. Entwickelt der Regel jede Woche dasselbe, identisch wieder. Dass du einen Namen verwendest. War provokativ gemeint. Ich habe noch eine Frage zum Thema. Programmiert toller ja, Firma, beliebiges. Was sind deine Spalten und Zeilen auf deinem kleinen persönlichen Board? Meine Spalten sind to do, in progress done. Hm. Meine Zeilen sind Organisation, Projekte, Allfälliges und die vierte habe ich jetzt vergessen. Kategorien, ne? Das sind Kategorien, genau. Damit klassifiziere ich meine. Aber du hast eben gesagt, du nimmst es, um eine Woche zu planen. Ja, ich nehme... Die kommt jetzt da nur zwischen... Man hat ja dann in der Regel, also in
bin ja ein Angestellter in einer Firma und ich habe ja nicht besonders viel Möglichkeiten, auf die Menge an Arbeit, die auf mich einstürzt, einzuwirken. Und, aber was ich eben dann schon mache, ist, ich habe kein VIP-Limit auf meinem privaten Board und ich verwende im Wesentlichen die In-Progress-Spalte als meine Wochensicht. Das ist also, ich nehme alles, was ich diese Woche machen möchte, in die In-Progress-Spalte und dann schmeiße ich rüber ins Done, was fertig ist. Und das To-Do ist im Prinzip das Backlog, wo im Wesentlichen die anderen... Das habe ich physisch mit diesen kleinen Post-its, den ganz kleinen, die es da gibt. Und dann jetzt in der U-Bahn was einfällt? Dann muss ich es mir merken. Beziehungsweise in der U-Bahn fahre ich nach Hause und bin Privatperson. den Luxus versuche ich mir zu leisten. Es geht natürlich nicht, ja. Ich habe bei mir immer in irgendeiner Tasche einen Notizblock und schreibe mir halt Sachen auf zum Beispiel. Da bin ich ein leidenschaftlich analoger Mensch. Mein Lieblingswerkzeug ist der Bleistift. Wie angeblich die russische Raumfahrt gezeigt hat, funktioniert der auch in der Schwerelosigkeit. So. Mein individuelles Board, nein, das ist eine Wochensicht. Ich schaue immer, dass ich am Ende der Woche, ich habe am Freitag so einen konstanten Termin, Freitag 14 Uhr ist im Kalender blockiert. Das ist Aufräumen. Sowohl physisch als auch mental, da schaue ich eben, dass ich das Board leere, oder wenn es nicht zu leeren ist, dann muss ich das halt in die nächste Woche mitnehmen. Und ja, das ist halt so das Idealbild. In der Praxis schaut es ein bisschen anders aus natürlich. Ja, das, klar, gibt natürlich auch am Freitag einen Termin, der um 13 Uhr anfängt und bis 17 Uhr dauert. Dann habe ich halt an dieser Woche am Freitag nicht aufgeräumt. Dann muss ich das am Montag in der Früh machen oder wann es wieder geht oder sonst wie. Ne? Da bin ich auch agil. Ja. Okay, um vom Projekt zum Prozess zu gehen, um vielleicht zu zeigen, was... Ist deine Frage? Ich habe das Gefühl, weil wir ein Projekt brauchen, das ist die Geschichte mit dem Hammer, ist alles sozusagen im Nagel. Na, du musst nicht dein ganzes Leben jetzt mit Kanban-Boards organisieren. Nein, aber gerade der typische... Softwareentwicklungsprozess, ja, einer Software, die ja nicht sozusagen entwickelt wird, jetzt ist sie fertig und dann vergesse ich sie, sondern eine typische Software, die in Verwendung ist, ja, ja. Die hat eine Lebensdauer. In dem Moment, wo ich aufhöre, sie zu entwickeln, ja, braucht sie kein Mensch mehr. Das kann man bei vielen Open Source Projekten zum Beispiel anschauen. Ja, manche werden auch lange nach ihrer Entwicklung noch weiter betreut, aber im Grunde genommen ist eines der ersten Dinge, die jeder tut, wenn er sich von SourceForge oder irgendwo was runterlädt, wie viel passiert denn in dem Prozess, wie viel wird denn da entwickelt, wird die betreut, passiert da etwas. Das heißt, der Prozess hat doch bei der Softwareentwicklung ein viel höheres Gewicht eigentlich als das Projekt. Das ist ja eigentlich nur ein Hilfsmittel sozusagen, um den Prozess irgendwie in handhabbare Stückchen zu zerteilen. Der Prozess ist Change Management. Aus meiner Sicht jetzt. Also wenn ich das jetzt so plakativ darunter breche. Die Welt ist nicht schwarz und weiß und es gibt viel dazwischen. Ja? Man muss nicht alles, was in der Welt passiert, in irgendwelche großen Korsetts schnüren. Aber ich würde jetzt so also sagen, in dem Bild, das du beschreibst, und wenn man jetzt zum Beispiel den Linux-Kernel hernimmt, oder ja, nehmen wir den Linux-Kernel her, den kennen wir alle irgendwie. Wenn das fertig ist, interessiert sich ja keiner. Dann wann ist ein Betriebssystemkernel fertig? Ne? Aber das ist ein Prozess, also den Kernel an die aktuelle Hardware anzupassen, an die Anforderungen und die Bugs rauszufixen und die Features zu verbessern, das ist ein Prozess. Und dazwischen gibt es immer wieder Zyklen, Release-Zyklen, der Linux-Kernel hat keine terminlich festgesetzten, da wäre vielleicht das Ubuntu-Projekt besser. Ubuntu geht im Prinzip eine Art Scrum-Weg. Ich weiß nicht, ob sie intern das mit Scrum machen, aber die haben feste Release-Cycles. Und von einem zum nächsten ist das ein Projekt, nämlich wir machen das Projekt, nächste Release, zack, Projekt abgeschlossen, wir haben ein Release fertig. Dann schmeißen wir aber nicht euren Code weg und vergessen alles, was bisher war, aber wir setzen ein neues Projekt auf, ich gehe zum nächsten Release. Und das ist aber wieder, das hat einen definierten Start, ein definiertes Ende, einen definierten Aufwand, ein definiertes Budget. Da meine ich eben, die Frage, ob das nicht irgendwie vielleicht gefährlich ist, und deswegen habe ich nicht zufällig auch Windows genommen, weil dort gibt es
zumindest nach außen hin sichtbare, klare Release-Cycles. Ja? Obwohl man sich natürlich oft fragt, hat sich da tatsächlich inhaltlich etwas getan, nur weil es ein bisschen anders aussieht. Also ja. Bei Linux kommt das klarer zum Tragen, dass das eigentlich ein Prozess ist, so ein Betriebssystementwicklung, ja, der permanenten ja. Fluss betrifft. Jetzt die Frage, ist das überhaupt etwas, wo man sich vielleicht bei der Softwareentwicklung, egal welche Methode man nimmt, ob das jetzt agil oder sonst wie ist, dass man sich mehr auf dieses Prozessorientierte konzentrieren sollte. Das Prozessthema sehe ich das übergeordnet, das ist auf der größeren Zeitskala und auch auf der größeren, auf der höheren Bedeutungsebene, wie auch immer. Also, da darf ich jetzt zum Change Management kommen, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, genau, wir wollen ja zum Ende kommen, damit wir vielleicht noch dann, können gerne eine offene Diskussion führen, aber vielleicht müssen wir den Raum irgendwann einmal freigeben, wieder. Ganz wichtig, eben im IT-Alltag, ich komme eben aus der Sysadmin und Teamführungsebene, also Ecke, da bin ich mehr mit dem kontinuierlichen Verbessern, Optimieren, Fehler ausbügeln, neue Anforderungen abdecken, konfrontiert. Das kennt man mit diesem lustigen ITIL-Rad, mit dem IT-Lifecycle-Management. Das ist dieser kontinuierliche Prozess. Ich habe eine Anforderung, ich muss sie irgendwie in mein System bringen, ich muss sie implementieren, ich muss sie testen, bringe sie in Betrieb, kommt die nächste Anforderung, das Radl geht herum. Das kann ich aber eben auch über solche Methoden abbilden, indem ich einfach sage, okay, einmal am Rad gedreht, ist zum Beispiel jetzt eine Release oder ein Sprint oder wie auch immer. Und meine einzelnen Anforderungen schnappe ich mir wieder auf Zettel und lasse über mein Board wandern. Und was mir jetzt neulich eingefallen ist, gestern oder so, glaube ich, wie ich mir wieder vorbereitet, also mit der Vorbereitung von dem Vortragsabend hier beschäftigt, da haben wir gedacht, eigentlich wäre es total genial, wenn ich jetzt meinen ITIL-Prozess im Prinzip nicht auf die Wand hänge mit einem Board, sondern wenn ich mir mitten in meinem Büro eine Litfaßsäule stelle, die rundherum beklebe mit Spalten, die da eben heißen, wie auch immer jetzt die fünf oder wie auch immer viele Phasen von ITIL jetzt nach dem Buch sind, die da draufschreibe und ich lasse meine Themen da im Kreis wandern. Und ich habe im Prinzip nichts anderes als ein Kanban-Board, das halt einfach keine Done-Spalte hat, sondern wo ich von der Produktion wieder ins Anforderungsdesign gehe und wieder ins Adaptieren und wieder ins Testen und wieder in den Produktivzustand und dann kommt es wieder irgendwann einmal rein. So flexibel ist im Prinzip die Denkweise, wenn man das einmal sich überlegt hat und das Prinzip hat sicher jeder irgendwann schon einmal sich sicher irgendwie so organisiert, in Dinge in Spalten aufgeschrieben. Ob da jetzt Priorisierungen draufstehen oder sonst was. Da brauche ich ja niemanden, der mir sagt, hey, du bist jetzt ein total cooler, agiler Projektleiter, weil du eine Tabelle machst, in der du deine Arbeit organisierst. Das ist ja nur eine Formalisierung. Der Grundgedanke ist ja, das weiterzufassen, zu sagen, visualisier deinen Fluss, deinen Arbeitsfluss, und schau, dass du ihn so managen kannst. Das ist die Idee dran. Und ob ich da jetzt eben Lifecycle Management oder Release Management, Change Management betreibe, ob ich da Zeitmanagement betreibe, ob ich da Projektmanagement betreibe, das ist wurscht. Die Methode funktioniert für alle Varianten. Und das Schöne ist auch, es gibt niemanden, der mir sagt, du musst das machen. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Dann macht man andere Sachen anders. Gut, dann komme ich zu den Grenzen. Weil Prokrastination mache ich ja später. Jetzt habe ich da Team. Genau, ist schon runtergefallen, das ist perfekt. Symptomatisch. Genau. Ups. So, nachdem wir da in einer wunderschönen interaktiven Diskussion sind, hänge ich die jetzt alle auf in Bearbeitung. Ich finde das übrigens ziemlich cool, wie das heute läuft. Das, mir persönlich taugt das. So, jede Methode hat ihre Grenzen. Überall gibt es Risiken, Probleme, vor allem wenn Menschen beteiligt sind und mehrere Menschen.
Ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich, ich brauche, um so zu arbeiten, brauche ich ein Team, das es mittragt. Ich kann das nicht diktieren, das kann man nicht von oben her sagen. Das muss man entwickeln. Spannend dabei ist, dass das auch viral wirkt. Ich habe ein relativ großes Projekt, das hat ein mehrstelliges Budget, Gesamtbudget, mehr als zweistellig, in der Phase übernommen oder übertragen bekommen. Das heißt, also es gibt eine Planungs- und Designphase, wie auch immer das jetzt dann, will das jetzt nicht zu detailliert ausführen. Und dann gibt es eine Umsetzungsphase. Und in dem Moment wechselt der Projektleiter, der aus der Führungsebene das im ersten Teil gemacht hat, das ist ein relativ hochrangig angesetztes Projekt, wechselt die Projektleitung dann auf mich und ich darf als Techniker die Umsetzung dann, also Softwareprojekt, die Umsetzung dann begleiten. Was ich übernommen habe, deswegen kann ich so leidenschaftlich über Wasserfall und Gantt-Diagramme erzählen, war ein Gantt-Diagramm, das wir, ich arbeite in einem Verlag, wir haben fast das größte Druckgerät, das Canon, nicht an Druckereien, sondern an kleine Firmen verkauft. Ich habe Probleme gehabt auf unserem großen Drucker, der alles von Poster und hin und her und kreuz und quer kann, den Projektplan so auszudrucken, dass man ihn irgendwie sehen und lesen kann. Der war nämlich, er war detailliert, und er war sicher vollständig und er war wunderschön nach Gantt von links oben nach rechts unten mit Meilensteinen, mit kritischem Pfad und so weiter. Aber er war dermaßen detailliert, dass es unmöglich war, da den Überblick zu behalten. Und ich habe dann relativ bald für mich entschieden, da spiele ich nicht mit, weil wir recht schnell gesehen, alle 14 Tage muss man mit dem Dienstleister, der diesen Projektplan betreut, muss man mit ihm reden und sagen, hey Kollege, dein Projektplan stimmt nicht. Dann sind zwischendurch, ist mir aufgefallen, da gibt es eine Phase von 2 Wochen, da werden 2 Mitarbeiter zu 300% ausgelastet. 300% geht auch unter vollständiger Missachtung des Arbeitszeit- und Ruhegesetzes nicht. Ja, der Tag hat nicht mehr als 24 Stunden. So 3 mal 8 ist 24. Ja. Sieht gerade aus. Genau. Ein bisschen engstirnig, jawohl, oder? Okay. Und für diesen Bereich nehmen wir den 8 dazu. Genau. Dann haben wir nochmal 24 Stunden. Dann gehen wir zum Polarkreis, da sind die Nächte länger. Ja, und ich habe dann also darauf beharrt, habe gesagt, nein, das hat ja keinen Sinn. Wir müssen die Arbeit irgendwie umstellen. Wir müssen dazu kommen, dass wir das in kleineren Teilen planen, dass wir das in Teilstücken planen. Dann haben wir angefangen, das Projekt in Releases zusammenzuhacken. Wir haben gesagt, ja, da gibt es 5 Bereiche, die voneinander minimal abhängen. Machen wir zuerst einmal den Bereich, dann machen wir den zweiten, den dritten, den vierten und den fünften. Und der wichtigste ist der und dann kommt der und dann kommt der. So, und dann haben wir als nächstes gesagt, ja, wir müssen uns irgendwie, das Problem ist nämlich, dass der Dienstleister ein paar 100 Kilometer weg stationiert ist. Wir müssen uns irgendwie in der Projektkommunikation organisieren. Wir haben Telefon, ist das auf die Dauer Fahrt. Dann komme ich jetzt zu digitalen Kanban-Boards und gesagt, naja, ein Ticketsystem aufsetzen, Zerkäse für sowas, mal was anderes. Und da habe ich so ein digitales, also so ein Online-Kanban-Board gesucht, gefunden, haben wir das dort reingeschmissen. Dann waren wir plötzlich bei Kanban im Projektmanagement. Das war einfach so kleinschrittig gegangen. Und vor 2 Tagen ist mir aufgefallen, jetzt haben wir eigentlich gesagt, wir kommen jetzt in die Testphase, jetzt haben wir eigentlich gesagt, naja, endlich haben wir Entwicklungs- und Testsystem getrennt, Riesenfortschritt, aber jetzt sollte man es eigentlich so machen, dass man einmal in der Woche alles, was am Entwicklungssystem neu dazugekommen ist, aufs Testsystem knallt, an einem fixen Zeitpunkt, dann übergeben wir dem Team die Möglichkeit, dem Inhouse-Projektteam die Möglichkeit, ihre Sachen zu testen. Die haben eine Woche Zeit, um Incidents zu melden, dann wird es zurückgemeldet, in der Woche macht der Softwareentwickler, also der Dienstleister was anderes, also arbeitet an anderen Bereichen. Wir haben einen fixen Zyklus eingeführt und da ist mir vorgestern klar geworden, eigentlich machen wir jetzt Scrum. Wir haben nämlich Sprints eingeführt.
Und das ist, ohne es von vornherein zu planen, ich bin dann im Februar hergegangen und gesagt, hey Leute, super, ich habe das Projekt jetzt, wir stellen es bis im Sommer auf Scrum um, sondern ich habe sukzessive gesagt, da taugt es mir nicht, das müssen wir irgendwie flexibler machen. Da ist die Planung zu grob, wir müssen sie kleinschrittiger machen. Da müssen wir unsere Kleinschrittigkeit visualisieren. Wir sind einfach von Stück für Stück von einem Wasserfallprojekt in, jetzt sind wir eben fast beim Scrum hineingerutscht. Und da muss ich sagen, das funktioniert, auch bei so einem Riesenprojekt. Und ich habe es nicht von vornherein getrieben, bewusst zu sagen, es muss jetzt passieren. Wir haben auf unserer Seite im Team Leute drin, die leidenschaftlich darüber reden, was vorgestern alles falsch gelaufen ist und sich wenig damit abfinden können, dass sie eigentlich jetzt heute da sind, um für morgen sich die Arbeit zu holen. Aber man zieht sie dann doch mit. In dem Moment, wo man, wir haben leider in dem Team, weil es so gestreckt ist räumlich, haben wir nicht die Möglichkeit, das mit einem physischen Board zu visualisieren. Und ich würde heute, also wir haben im Board zu viele Spalten in unserem Kanban-Board, das hat 6 Spalten, das ist unhandlich für dieses Projekt, für meinen Ansatz. Aber trotzdem gelingt es uns, darüber diese Dynamik zu zeigen. Und deswegen, und trotzdem funktioniert es, dass auch die eher weniger beweglichen Leute auf einmal anfangen, im wöchentlichen Team-Meeting zu sagen, ja, das Thema haben wir jetzt eigentlich schon seit 3 Wochen liegend, das bewegt sich nicht, ich hätte eine Idee dazu, ich nehme das jetzt einmal. Und so kommt sukzessive viral das Thema auf einmal auf. Und neulich gehe ich so durch die Räume und sehe in den Redaktionen, wo im Prinzip an neuen Büchern gearbeitet wird, wo Manuskripte von Autoren eingesammelt werden, wo dann später Layouter an Layouts eben arbeiten und irgendwann einmal dann ein Druck-PDF in der Druckerei geht, da hängen so große weiße Kartons an der Wand und da sind senkrecht und waagrechte Linien drauf und da sind Post-its drauf. Jetzt arbeiten auf einmal Leute in der Redaktion nach Kanban. Und ich bin nicht hingegangen und habe gesagt, hey Leute, ich habe die Lösung für den Verlag, sondern ich habe einfach angefangen, in meinem Projekt das zu tun, wie ich glaube, dass ich das managen kann. Und das ist eine unheimlich interessante Erfahrung für mich gewesen, dass das Ding einfach, wenn man es lebt, viral anfängt zu fliegen. Das ist total schön, ehrlich gesagt, wenn man sowas einmal sieht. Was ich da noch kurz erwähnen will, wir haben es im Prinzip eh schon besprochen, kritischer Pfad ist ja diese Abhängigkeitsgeschichte. Im Gantt-Diagramm kann ich einen kritischen Pfad malen, ich kann sagen, welche Aufgabe hängt von welcher ab und welche weniger und wenn da was passiert, also welche die Aufgaben, an deren Ende ein Meilenstein hinten dran hängt, die den dann verschieben würden, die gehören zum kritischen Pfad. Und da kann ich wunderschön mit dem roten Filzstift durchgehen und sagen, das ist mein kritischer Pfad. Das habe ich da nicht so schön visualisiert, weil ich ja keine Abhängigkeiten per se dargestellt habe. Das ist einmal eine wesentliche Grenze. Und die zweite ist diese Meilensteingeschichte. Die muss man eben irgendwie selber, also im Scrum kann ich das über die Releases oder über die Sprints darstellen. Die muss man aber auch eben in dieser Methodik selber reinbringen. Also das, was sich da so im Gantt organisch ergibt, mehr oder minder die Meilensteine, muss man da irgendwie selber von vorne definieren. Viel später kann es nicht mehr machen, das Thema Prokrastination. Das ist ja nichts anderes als ein hochtrabendes Wort für verschieben. Ich mache das später. Prokrastination ist ein Effekt, der tritt eigentlich bei sehr vielen Leuten ein, die einerseits einen hohen Anspruch an die Qualität ihrer Arbeit haben und andererseits eine ziemlich hohe Arbeitslast. Da kommt es dann in der Regel dazu, dass man irgendwelche Dinge, die jetzt einmal im Moment, das sind so diese, die Psychologen nennen das einen Appetenz-Aversionskonflikt, dass ich Dinge, die ich Appetenz-Aversionskonflikt, einerseits habe ich Appetenz, Neigung, irgendwas zu tun, bei was anderem habe ich eine Aversion, das zu tun. Ich würde immer sagen, naja, da habe ich keinen Konflikt. Ne? Wenn mir jemand einen Essig und einen Apfelsaft hinstellt, weiß ich, was ich zuerst trinke. Wenn das aber jetzt zum Beispiel ein Bier und ein Apfelsaft ist und draußen steht das Motorrad, dann habe ich einen Appetenz-Aversionskonflikt. Eigentlich will ich jetzt keinen Apfelsaft trinken, aber da steht mein Motorrad, mit dem will ich heimfahren, deswegen darf ich kein Bier trinken. Und Prokrastination kommt eben auch in solchen Situationen zustande, wenn ich weiß, ja, das muss ich noch machen, aber das mag ich jetzt nicht. Oh, hey, da gibt es ein cooles neues Problem, das kann ich jetzt schnell machen, ich kann da nicht dazu, ich muss das andere machen. Das ist ein typisches Problem im Alltag, gerade im Sysadmin-Bereich oder so, Change-Management-Bereich ist das Alltag. Das ist ja
Privatleben ein Problem. Und auch im Privatleben, genau. Ja, Schreibtisch aufräumen, nö, kann ich jetzt nicht machen, weil ich muss das, da habe ich das gefunden, das muss ich unbedingt jetzt einklopfen und da, war super, da habe ich einen Puckmarkt, das muss ich morgen nachgehen. Das Beispiel kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil die Geschichte ist die, also ich habe von einem Professor mal gehört, er verlangt von seinen Leuten, dass sie mindestens 25% des Tages, ja, mit interessanten Tätigkeiten zubringen, ja, weil sonst geht nämlich gar nichts weiter. Das ist ein interessanter Ansatz. Dieser Google-Ansatz. Google-Ansatz, ja. Weil Google hat's auch, heißt auch angeblich, die dürfen 25% ihrer Arbeitszeit für Spaßprojekte verwenden. Müssen. Mhm. Ja, es ist auch so, die Zeitmanagement-Literatur sagt auch, plan in deinen Zeitplan Zeit ein, mit der du was machst, was dir gefällt. Weil der Mensch braucht Belohnung. Und im Arbeitsumfeld gibt es nicht immer Belohnungen. Manchmal ist auch der Gehaltszettel eher eine Strafe als eine Belohnung. Und das sieht aber jede Firma anders. Genau, das ist also eine Frage der Perspektive. Egal wie klein die Zahl drauf ist, das ist immer eine Belohnung des Arbeit, also auch wenn es nur zweistellig ist. Ja. Also das ist eine ganze Motivation ist ein ganz wichtiger Motor. Und das sollte man natürlich beim Zeitmanagement einplanen, dass man irgendwo sagt, man lässt sich einen Block frei für die Dinge, wo man den Kopf frei kriegt, wo man was anderes macht, wo man die Dinge macht, die einem am Herzen liegen. Aus denen kommt dann nämlich möglicherweise ohnehin hintenher erstens mehr Produktivität, weil ich ein zufriedenerer Mensch bin, und andererseits entstehen dort vielleicht die Ideen, die mich an anderen Ecken weiterbringen. Und jetzt habe ich total den Faden verloren, wo ich eigentlich hergekommen bin. Hat mit Prokrastination indirekt zu tun, als Prokrastination, also das Aufschieben von Sachen, aus meiner persönlichen Erfahrung immer dann stärker auftritt, wenn ich eine höhere Last habe. Wahrscheinlich, also klar, logischerweise, dann fällt es erst auf, wenn man die Last so ist, dass ich alles eh bewältigen kann, ja, kann ich immer noch prokrastinieren, weil dann nehme ich mir ja lieber ein anderes Problem, dann erzeuge ich ein Problem, bevor ich das löse, das da vor mir liegt, wenn ich es nicht mag. Aber wenn ich 10 Probleme vor mir habe, tue ich mir leichter, alle 10 zu verschieben, wenn ich nur 2 vor mir habe. Ja, natürlich. Da habe ich bei N-1 Problemen immer die leichte Ausrede, dass es das Endding. Ja. Also als Einzelperson muss natürlich jeder mit dem Thema Prokrastination selber fertig werden. Das ist klar. Um jetzt wieder zurückzukehren auf Management-Ebene, Leuten Steinen aus dem Weg räumen, beziehungsweise diese optische Wirkung des Kanban-Boards, da ist Prokrastination einfach... es gibt einen gewissen sozialen Druck, das gar nicht aufkommen zu lassen, weil man sich als Team ja dazu... Weil man als Team ja vereinbart hat, man geht diesen Weg und man macht die Dinge so, wie sie anfallen, und man nimmt sich das nächste Thema. Also man kommt irgendwie, man braucht dann schon echt gewisse Kreativität, um Gründe zu finden, warum man jetzt das einzige letzte Board, das der einzige letzte Zettelchen, das da im To-Do noch liegt, das Work-in-Progress-Limit ist weit unterschritten, es liegt noch ein Zettel im To-Do, na, ich nehme es nicht, weil... Es gibt noch ein paar andere. Naja, gibt es ja nicht, ne? Irgendwann gibt es nicht mehr. Insofern hätten wir auch das Thema Prokrastination erledigt. So. Darf ich dazu kurz was sagen? Ich bitte darum. Also ich bin jetzt in letzter Zeit ein paar Mal mit so mehr oder weniger agilen Projekten oder Abwicklungsversuchen konfrontiert gewesen. Ja. Da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass wirklich jeder Dreck auf so einer Karte landet. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo auf einer Masken eine Beschreibung von einem Feld geändert werden muss, dann wird es nicht eine Karte für fix, typo, dort und dort. Also sozusagen Beschreibung ändern oder so etwas, sondern es wird für jede Maske eine eigene Karte gemacht, dafür, dass dann die Entwickler einen guten Durchsatz für diesen Karten haben. Ne? Ja. Ja, also die Velocity wird dann... Das wird dann ziemlich öd. Ja, die Velocity wird dann hoch, aber in Wahrheit nimmt man sich in den Sack. Und es wird nur noch eine Zettelverpickerei. Ja, das gehört aber irgendwie zu den Lernprozessen, glaube ich, dass man da einfach hineingeht und sagt, okay, da müssen wir Regeln definieren, da müssen wir sagen, wie gehen wir mit den Dingen um. Also da fehlt die Peer Pressure, an der Ecke fehlt in dem System die Peer Pressure, dass die Kollegen sagen, wegen dem Käse schreibst du 10 Zetteln, da ist ja einer schon zu groß.
Da würde ich mit seiner Maschine kommen. Da weißt du nicht, wo ich hinfahre, aber dafür bin ich also nicht dort. Also ist dort, ja, genau. Ja. Es entspricht ja aber auch nicht ganz dem Pull-Ansatz. Weil, wenn es wirklich von unten wäre, dann könnte man ja sagen, hallo, das geht so nicht. Oder das müsste man sehen. Das müsste man schauen, also wo das passiert. Weil im Prinzip, wenn der Kunde des Projekts das Ganze als User Story einwirft, dann sollte das Team das in gleich große To-Dos zerhacken. Beziehungsweise zusammenführen. Wenn man dann in der Testphase ist und an einem eigentlich schon erledigt geglaubten To-Do dann noch Sachen auftauchen, muss man sich halt irgendwie kommunizieren, wie geht man damit um, schmeißt man einfach die ganze Karte wieder nach vor und arbeitet die so lange durch, bis sie fertig ist, oder also da müsste man die Methode dann entsprechend anpassen, ja. Das ist ein Punkt, da bin ich im Moment gerade eben in diesem besagten großen Projekt, an dem Punkt komme ich jetzt gerade, wo wir uns damit Gedanken machen müssen, wie gehen wir dann eigentlich mit Sachen, die Trouble-Ticket-Charakter haben, Bug-Reports, wie tun wir damit? Also im Moment haben wir gesagt, wir sammeln die mal in Prosa und machen dann im Team Karten draus und schauen sie so zusammenzufassen, was zusammenfassbar ist. Das geht natürlich nicht immer, weil einfach nur... Das ist ich eben, im User-Interface ein Typo und eine Maske, dann mache ich da jetzt einen eigenen Zettel auf, wo jeder normale Zettel 5 Arbeitsstunden schwer ist oder so. Das ist schwierig. Und wenn ich kann, mache, dann fällt mir das irgendwo runter. Wenn ich jetzt einen Zettel mache, wo ich das Ganze alles miteinander sammle, dann können diese Themen nicht gemeinsam über das Board wandern. Außer es sind Themen, die ich einer Person zuordnen kann, die thematisch zwar nichts miteinander zu tun haben, aber wo ich einen im Team habe, der das alles gemeinsam fixen kann. Ja. Ich weiß, ich will jetzt nicht prokrastinieren, ja. Was spricht dagegen, endlich so Methoden-Mix zu betreiben und zu kombinieren, was ich ein klassische, klassisches Ticketsystem ja dort einzuwerfen, wo man genau meint, okay, das ist eher was fürs Ticketsystem. Ja, wenn die Methode nicht passt, anpassen, genau. Ja. Ich kann ja auch sagen, ich mache eine Projektplanung nach Wasserfall und zwischen einzelnen Meilensteinen, da habe ich einen Bereich, den kann ich mit Scrum abbilden, da habe ich einen Bereich, den kann ich nicht oder doch oder so, man kann das mixen. Eben, danke für das Stichwort. Das wollte ich auch dazu sagen noch. Ich habe das irgendwo, ja, unter Change Management, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also auch die Methode selbst unterliegt einer kontinuierlichen Verbesserung. Man muss einfach regelmäßig drüber reden, wie geht's nicht, was können wir machen. Und man kann das Ganze auch von der Wand reißen und wegschmeißen. Es kann sicher Settings geben, wo das einfach nicht funktioniert. Dann kommen wir vielleicht zu den. User-Interface nur den Text ändern. Ja? Jetzt hast du dort einen Zettel bitten, der Text kommt im User-Interface an 10 Stellen vor, du änderst das an 5 Stellen und dann sagst du, okay, ich hab's, das ist gemacht. Und beim nächsten kommst du drauf, ein Tutfelsen und Tutfelsen und Tutfelsen. Ja, okay. Ich kann ja zeilenabhängig die Einheit der Größe der Karte variieren. Ich kann sagen, da sind es 5 Stunden, da ist eine Stunde, da ist eine Woche. Zum Beispiel. Wie ist es überhaupt? Also bei der Geschichte war das zwar recht übersichtlich, aber bei den Projekten, wie ich das jetzt teilweise erlebt habe, also ich war bei einem Projekt beteiligt, wo sie es mit Smart Sheet gemacht haben, du wirst da vielleicht angeschaut haben. Ein zweites Projekt habe ich mit Trello. Mhm. Da war dann letztendlich immer so viel Zeugs drauf, dass ich einen Überblick verloren habe. Also, das ist, also bei den Online Tools. Selbst bei denen, bei so einem Zettel, wenn man es jetzt angeht, wir machen es jetzt da an der Wand, da wäre, ich sage jetzt mal, nach einem Tag da oben aus, wenn da mein Chef kommen würde und da Zettel draufklicken würde. Ja, dann muss man eben Vereinbarungen treffen, muss man dem Chef sagen, pass auf, wir haben Spielregeln, wir haben ein Limit. Wir haben der Chef nicht nur ins Backlog können. Ja, aber trotzdem, dann wäre das ist die Spalte mit dem Backlog. Da wäre so viel Zeugs drauf, dass also, dass er mit einem Messer das dort anmachen muss. Backlog ist der englische Ausdruck für Wünsche ans Christkind, hallo. Das sind jetzt zwei Themen, die ich noch, bevor ich dann eigentlich mein vorläufiges Schlusswort sagen würde,
zwei Themen im Raum, die noch offen sind. Das eine ist Tools und das andere ist Literatur, aus meiner Sicht. Ich bringe die Literatur zuerst, weil ich glaube, dass die Tools eher das Potenzial haben, dass wir dann in die Diskussion übergehen. Also Bücher über Kanban können dieses Format haben. Also das ist so ein mehr oder minder eine Fibel, würde man das in meinem Metier sagen. Es hat 31 Seiten, hat viele Bilder. Das beschreibt einfach mal, wie baut man so ein Kanban-Board auf, wie zieht man ein Team in diese Art im Fluss zu arbeiten. Das ist von einer deutschen Consulting-Firma, IT-Agile, nennen sich die. Ist ganz lustig, kann man, also ich habe das auf einer Veranstaltung mitgenommen, ich glaube, das kann man online bestellen. Aber es gibt verschiedene Varianten, zum Beispiel eine Consulting-Firma, die heißt InfoQ, die haben so ein Buch, Kanban and Scrum, Making the Most of Both. Die predigen den Mix, die haben wunderbar, das ist ein PDF, das kann man sich runterladen, die zeigen da wunderbar Beispiele für Boards in allen Variationen, entwickeln das auch langsam mit Backlog und mit Slack, über den ich gar nicht gesprochen habe, mit Burndown-Charts, immer wieder Illustrationen, wie das läuft. Also das ist ein sehr gutes Buch zu dem Thema. InfoQ, also Info und Q hinten dran. InfoQ.com, dort kann man sich das Buch runterladen. Dann habe ich ein sehr gutes Buch aus dem Hansa Verlag, Kanban in der IT. Da geht es mehr um den Change-Prozess, um das Change-Management mit Kanban. Das ist auch eine sehr gute Literatur dazu. Und ein allgemeines Buch, das sich mit Projekten in Schieflage befasst, warum lese ich das bloß, nennt sich Turnaround. Da geht es darum, wie man Projekte, also Schieflagen in Projekten erkennt, wie man damit umgeht und wie man die Projekte wieder gerade richtet. Da kann ich dann vielleicht in einem Jahr darüber was erzählen, meine Erfahrungen dazu, falls ich dann noch was erzählen mag. Also das ist einmal zur Literatur und jetzt zu den Tools. Wie ich schon gesagt habe, wichtig eigentlich am Kanban-Board ist, dass man jeden Tag hingeht, das Ding anschaut, drüber redet, davor steht, miteinander plaudert, aber natürlich zu dem Board und zum Progress drauf. Das geht dann, wenn man sich eben als Team permanent über den Weg läuft, wenn man hunderte Kilometer voneinander entfernt ist oder eben als Firmakunde getrennt arbeitet, wird das schwieriger. Dann gibt es halt webbasierte Tools. Das eine ist schon gefallen, Trello ist ein ganz lustiges, wo ich halt so Karten, ja, Trello mit Doppel-L, so wie Trellern, mit O halt hinten dran. Ja, das ist ganz lustig. Was mir daran überhaupt nicht schmeckt, ist, dass es halt so ein Cloud-Ansatz-Dingens. Das ist keine Software, die ich mir installieren kann. Ich kann nur das auf Trello.com nutzen. Ich kann mir da meine Boards machen, die ähnlich wie mit den Doodle-Abstimmungen so mit einem schwer erratbaren Url geschützt sind, aber das war es auch schon. Ich kann natürlich bei Trello auch Münzen einwerfen, dann kriege ich gesicherte Zugänge und so weiter. Was ich aber nicht machen kann, ist, ich kann das Tool nicht hernehmen und es bei mir installieren. Das ist definitiv schlicht und einfach keine freie Software. Es ist halt einfach Software as a Service, Cloud, whatever. Ich habe relativ lange herumgesucht und geschaut und gekratzt und geforscht und bin dann im Endeffekt bei einem Tool namens Kados gekommen. Wie? Kados steht für Kados kommt von einer französischen Firma, ist freie Software, ist glaube ich PHP basiert. Kanban for Online Scrum, aber was das D ist, weiß ich jetzt. Kanban Dashboard for Online Scrum. So. Das Kados kann Projekte in drei Stufen machen. Ich kann ein reines Kanban-Board machen mit beliebig vielen Spalten, beliebig vielen Zeilen. Ich kann ein Scrum mit Sprints und ein Scrum mit Releases und Sprints machen. Und ich kann dort mehrere User reinlegen, ich kann denen Rollen geben. Und was das auch kann, was total hilfreich ist beim Bewerten von Karten und beim Füllen des Release-Backlogs, ich kann jeder Karte zwei Werte mitgeben, nämlich Cost und Complexity. Die Complexity beschreibt, wie schwierig, wie lang ist es zu machen, und die Cost beschreibt den Aufwand, beschreibt das Gleiche im Prinzip von einer anderen Sicht. Aber es gibt Sachen, die sind komplex und billig, und es gibt Sachen, die sind einfach und teuer. Das wissen wir alle aus der Praxis. Und es gibt alle anderen. Wir hatten heute schon das magische Gartner-Quadrat.
Es gibt natürlich alle anderen Variationen, die so ein zweidimensionaler binärer Raum aufspannt. Und dort kann ich eben hergehen und sagen, ich bewerte meine Karten nach Kosten und Complexity. Und dann kann ich ja sagen, in einem Sprint kann ich pro Feld seine Art Work-in-Progress-Limit eine bestimmte Anzahl von Punkten, die durch diese Kosten und Complexity entstehen, verkraften. Und wenn ich da jetzt Karten reinziehe, sagt mir das System irgendwann, so jetzt ist es aus. Die Karten sind zwar alle gleich groß, aber sie wiegen unterschiedlich schwer und dadurch wird das Limit dort exekutiert für den Sprint. Also da unterstützt das Tool auf diese Weise. Davon gibt es eine französische natürlich, eine englische Lokalisation. Ich habe dann einmal angefangen, eine deutsche zu schreiben, habe die auch hochgeladen, die haben sie ein bisschen zu früh released. Sie ist im Moment ein bisschen nicht ganz UTF-8 sauber und auch vom Wording nicht ganz okay, aber man kann halbwegs damit arbeiten. Für uns jetzt im IT-Working-Level ist die englische Variante wahrscheinlich kein Problem. Zumal die ganzen Bezeichnungen ja eh schwer übersetzbar sind. Also das ist das Ding, mit dem ich jetzt arbeite, wenn ich damit digital arbeite. Was hast du noch alles ausprobiert und warum hast du es dann? Ich habe sie fast alle wieder vergessen, weil sie entweder Tomcat-basiert riesengroß waren oder sie waren super schlank, aber featurefrei. Also ich habe nur einen User gehabt oder ich weiß es nicht mehr, ja. Ihr habt nicht beliebig viele Spalten, Zeilen machen können, also man irgendwo, irgendwas stimmt immer nicht. Und das ist, also das Kados kann da relativ, das kann man relativ frei. Aber das würde ich fast als Feature sehen, nämlich an dem Packpapier, dass er dort nicht beliebig viele Spalten und Zeilen machen kann. Natürlich, das Packpapier, aber seine physischen Grenzen gibt mir auch eine gewisse Einschränkung. Ja. Der Jammer ist also, unser Cardo-Board, das wir im Moment verwenden, hat einfach zu viele Spalten. Und in dem Moment, wo ich meinen Laptop abdocke und im Besprechungsraum auf den Beamer gehe, sehe ich einfach nur mehr zwei Drittel der Spalten auf einmal. Und das ist elend. Wenn ich auf dem Board scrollen muss, ist das beschissen. Das liegt daran, dass ich nicht mitgedacht habe. Ja, es sind, naja, einerseits ja, es sind zu viele Spalten, genau. Also geh hin und ändere das Tool. Jetzt arbeiten aber schon 15 Leute mit den 7 Spalten und jetzt müsste man massenweise Karten umschlichten und wieder mal sich grundsätzlich orientieren. Das ist das selbe Problem, was du zu Beginn mit dem riesen Gantt-Diagramm beschrieben hast. Wenn du zu detailliert wirst, dann hast du immer das Problem. Ja, ist richtig, ja. Genau. Aber eigentlich wäre das, ich meine, ich persönlich ich mag auch diese ganzen Excel-Sheets nicht. Ja? Mir persönlich wäre lieber, dass das alles verschlankt ist in den Spalten, ja. Dass einfach die Zeilen entsprechende Tags haben, wo ich dann einfach sage, so, ich will jetzt alle Dinger sehen, die jetzt einfach den Status haben im Progress. Ich will dann die Spalten quasi dort eine Spalte setzen, die einfach Status machen, ändert sich ja nur der Status von der Karte. Das ist richtig, ja. Aber die Bewegung über das Board visualisiert das halt schön. Ich habe einen Fluss. Das ist auch psychisch auch ein ganzer, also ich finde das ein ganz wichtiger psychologischer Effekt. Das Ding fließt in Leserichtung dahin. Das ist ein cooles Feature. Im Cardos kann man zum Beispiel den Karten unterschiedliche Farben geben, nach eigens definierten Kriterien, wie man das halt haben will. Dann sieht man an der Farbe der Karte irgendeine Eigenschaft. Das kann man machen. Wenn es schön bunt, also groß, Möglichkeiten gibt es viele. Aufwendig, nicht aufwendig, komplex, nicht komplex. Zum Beispiel, ja. Ja. Irgendwie gefällt mir das Ganze, ja. Ich beginne es irgendwie so ein bisschen zu spüren. Ja. Ja. Deswegen komme ich wieder zu dem Beginn, wo ich offensichtlich nicht genau aufgepasst habe. Also die nein, es ist so, so von links nach rechts, also zeilenweise scheint irgendwie so eine Zeitdimension drin zu sein. Ja. Nur bloß, was ist in den Zeilen jetzt? Das ist mir irgendwie nicht ganz. Experimentier damit. Wenn du ein Multiprojektleiter bist, also in diesem Brettel, das ich daher gezeigt habe, ist die oberste Spalte, sind allgemeine IT-Themen, also Infrastruktur, Services, das ist ganz Intel-Graffel. Die zweite Zeile, also alle, wir haben Backlog in Bearbeitung, wartet, erledigt. Das sind die Spalten. Ja, die Spalten sind die Zeile.
und da oben steht da drin, ich muss das Storage erweitern oder ich muss, weiß ich nicht, das Backup machen oder irgend sowas. Die Zeilen können aber auch, genau, wenn ich jetzt nur ein Projekt manage, können die Zeilen User Stories sein. Oder die Zeilen können Features sein oder die Zeilen können Teams sein. Das kannst du ganz individuell gestalten. Also da Moment. Die User Stories sind ja etwas, was Full Stop. Ja. Das heißt, das wäre dann sozusagen, dass ich ein so ein Sheet für ein Projekt habe, ja. Der Unterschied, oder ob ich sagen kann, okay, ich manage jetzt einen Art Prozess und dann sind die User Stories die Karte. Na, weil das, ja. Das, was da so durchwandert, dann kann ich damit einen Prozess abbilden hier. Oder managen. Ja, ja. Also oder Release-Zyklen. Ja. Ja. Und dann da zum Beispiel stehen, okay, oben also in der ersten Zeile steht Windows, in der zweiten Zeile steht Linux. Also wenn ich irgendwie ein Ding habe, dass ich auf zwei verschiedenen Plattformen warten müsste oder ja. Betreuen müsste. Also man kann das auf verschiedenen Größenskalen spielen, ganz extrem getrieben. Große Firmen können zum Beispiel und machen auch Portfolio-Management. Da ist jede Karte ein Projekt. Und dann ist jede Zeile, dann ist das das Vertriebsteam, das ist das Sales-Team, nö, das ist das Gleiche, das ist das Marketing-Team, so. Das andere ist die Buchhaltung und das unten ist sonst wer, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es in der Firma auch jemanden, der wirklich arbeitet. Und jede Karte ist ein Projekt und ein Team kann erst wieder ein neues Projekt starten, wenn das Work-in-Progress-Limit wieder das zulässt, zum Beispiel. Das wäre jetzt eine ganz große Skala. Dann kann ich hergehen und sagen, ich bin ein Projektleiter, habe aber mehrere Projekte, dann ist jede Zeile ein Projekt. Oder wir sind ein Team und haben ein Board für unser Projekt, dann ist jede Zeile zum Beispiel ein Feature oder eine User-Story oder ein Subteam, ein Paar von Programmierern oder so, wie auch immer. Gut, dann heißt die Frage, die logische von mir ist, gibt es Best Practices? Gibt es irgendwie Beispiele für solche Charts, wo man sich mal anschauen kann, ja. Naja, wie haben gute Projekte sowas eingeteilt? Ich empfehle, also das sind übrigens, das Buch haben zwei Österreicher geschrieben, das kann man auch tatsächlich lesen, verstehen und die sprechen eine vernünftige Sprache. Und das da, dieses Kanban and Scrum, das ist eins, das sehr viele verschiedene Spielarten darstellt und darauf eingeht, das sind die Typen, die sagen, ausprobieren, mach, probier's, schmeiß es weg, mach's neu, mach's anders, spiel damit herum, experimentier damit herum, passt das Tool an deinen Anforderungen an. Die predigen den Mittelweg. Die sagen, reiner Scrum ist Käse, reiner Kanban ist Käse oder vielleicht passt es aber in Extremfällen. Schau, wo du dazwischen deinen Weg findest. Man muss einfach einmal daran herangehen und experimentieren. Ich habe lange bei der Toolsuche gebraucht, bis ich draufgekommen bin, das Einzige, was an dieser Methode blöd ist, ist, man kann sie nicht im Trockendock machen. Du kannst nicht ohne ein konkretes Projekt, und wenn es noch so ein kleines ist, du kannst es nicht in der Trockenübung machen. Es hat überhaupt keinen Sinn, in Trello jetzt Karten herumzuschieben und sagen, ja, ist das schön. Du kommst erst in der Praxis drauf, naja, scheiße, ich bräuchte das, eigentlich, wenn wir im Team zusammenarbeiten. Oder wenn ich jetzt mein echtes Projekt da abbilde, dann komme ich mit der Komplexität hinten nicht nach oder so. Also man muss mit irgendeiner Kleinigkeit anfangen. Und so bin ich eben auch auf das Zeitmanagement-Thema gekommen und gesagt, okay, ich fange jetzt mal für mich an mit dem Scheiß, der dauernd auf meinem Schreibtisch landet. Das ist mein Change-Prozess. Den packe ich jetzt in sein Kanban-Board. Und dort habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert für mich, also wird es auch im Größeren irgendwie machbar sein. Andere schreiben darüber, dass es geht. Ich habe ein paar Bücher gelesen, habe mir das eben angeschaut, wie die das da darstellen und bin hingegangen und habe einfach gesagt, okay, jetzt fangen wir einfach mit einem Element an. Wir fangen mit der Visualisierung an. Und das Pull-Prinzip kommt später. Wir sind historisch, also die Firma, für die ich jetzt arbeite, nicht wirklich die Puller, da sind die Pusher am Werk. Aber mittlerweile fangen sie an zu pullen. Und das ist total interessant. Das habe ich am Anfang einfach weggelassen. Ich habe gesagt, ja, ich mache das für euch, da aber gewöhnt euch dran, ich mache nicht diese Gantt-Geschichte, ich mache das so. Ich pflege euch das, braucht euch nicht drum kümmern. Und irgendwann hat dann angefangen, hey, hast du es dagegen, wenn ich Karte schiebe, weil ich hätte da jetzt was zu tun. Und ich gesagt, na, mach bitte, da, zack, tu. Ja, und dann schön langsam hat sie es eingeschliffen. Ja,
wenn ich mir das jetzt vorne so anschaue, psychohygienisch und für den Fluss des Vortrags ist natürlich schön, diese Tannenspalte zu haben, aber im Grunde genommen könntest du mehr Platz gewinnen, wenn du sie weglässt, weil irgendwie was dann ist, ist eigentlich eh dann. Ja, das brauche ich nicht mehr am Board zu haben. Also meine wenn einzige jetzt Psychohygiene ist, wenn das Zeug verschwindet. Okay, ja, na, das ist vom Setting jetzt abhängig. Also wenn ich jetzt in einem klassischen Softwareentwicklungsprojekt bin, wenn ich einen externen Kunden habe. Psychologischer Aspekt, das ist nicht so sehr praktisch. Ja, dann würde mir reichen, wenn am Ende der Woche oder des Monats ein Report rauspurzelt bei den Listen. Wenn wir so weitermachen, wird es ja nicht schaffen, alle Dinge am Schluss in Plan zu haben. Ja, ich weiß nicht, ob er das vorhat. Nein, an sich hätte es so passieren sollen, aber ich drehe dem Publikum nicht so gerne so oft den Rücken zu. Also es ist extrem lästig, über diese 90 cm tiefe Couch da mit den Pins zu hantieren. Es liegen eh schon 20 hinten unten. Also eigentlich sind jetzt eh alle Karten mittlerweile drüben, weil wir über alles besprochen haben. Eben, und das ist jetzt der Punkt. Ja, wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich einen externen Kunden habe, also das ich nicht für mich mache, sondern ich habe tatsächlich einen Kunden und einen Lieferanten. Dann vereinbart man in einem Sprint, in dem nächsten Sprint machen wir das. Dann kommen da 7 Karten oder 12 Karten rein, dann macht das Team und am Ende des Sprints sind die hoffentlich alle da drüben und dann kommt hier die Abnahme. Und dafür brauche ich meine Karten da drüben noch einmal. Dann kommt der Kunde und sagt, ja, stimmt, das sehe ich, passt, weg. Nächstes, ja, wunderschön, passt, weg. Ne, ist noch nicht, zurück aufs Board, das müssen wir nochmal. Und dafür brauche ich die Tannenspalte. Und dann aber die Sachen, die abgenommen sind, kann ich wegschmeißen, klar. Oder stapeln und für den Winter aufheben, dass es kalt ist. Noch eine Spalte, die dann really done heißt. Dann really done, well done. Oder well done. Ja. Gut, soweit von meiner Seite aus eigentlich zum Frontalunterrichtsteil. Ich finde es total genial. Ich mache das jetzt nicht zum ersten Mal auf diese Weise, aber auch da ist es jedes Mal anders. Ich möchte jetzt einmal das Feedback geben, das hat mir echt gut gefallen, das hier so interaktiv und in der Diskussion zu machen. Ich hoffe, es ist für jeden irgendwo ein bisschen was dabei gewesen, und wenn es auch nur die Überzeugung ist, nein, das will ich sicher nicht machen, dann ist es auch gut. Ja. Kann ich damit leben? Ich sage jetzt einmal Dankeschön für die Geduld, die Aufmerksamkeit und das Einbringen eurer Ideen, eures Feedbacks, eurer Fragen. War total wertvoll und echt nett. Und ansonsten bleibe da und diskutiere mit euch gern, bis uns irgendwer raushaut. Ja, im Minimum hat man jetzt ein Prokrastinationsthema. Ja. Weil man muss sich jetzt Kados anschauen, man kann jetzt. Genau. Genau. Ist das jetzt ein Zufall, dass die Karten da weiß ist und du ein weißes Hemd hast? Das war natürlich geplant von langer Hand. Deswegen habe ich bunte Karten mit, ich habe nur gewartet, mit welchem Hemd kommt der Roland heute, und dann nehme ich die richtige Karte und schreibe Prokrastination. Ja, blau, also schwarz auf blau ist von der. Das wäre ja, es ist beschissen, ja. Nehme ich offen entgegen. Ja. Aber die Karten waren ja jetzt auch nicht dafür gedacht, dass ihr sie alle lesen könnt, sondern einfach um zu zeigen. Zwei Hinweise noch in eigener Sache.